So, liebe Webinar-Teilnehmer, herzlich willkommen nochmal zum heutigen Nachmittags-Live-Event hier bei JFD Brokers mit heute Thorsten Helbig und Forex Pro Systema am Start. Wir hatten schon eine schöne Morning-Session. Jetzt am Nachmittag die Temperaturen weiter steigend heiß. Und insofern hoffe ich, ihr seid alle in klimatisierten Büros oder eben am Strand im Wasser mit dem Tablet in der Hand und lauscht unseren Gesängen. Wir hatten heute Morgen schon einen sehr, sehr schönen Auftakt gefunden. Thorsten hat sein System vorgestellt, was ihr jetzt auch alle sehen müsstet. Zumindest haben wir gerade einen Chart gesehen dahingehend mit dem System vom Thorsten. Gibt es doch mal gerade Feedback, ob ihr uns seht und hört. Nur ganz kurz in den Chat, den übrigens auch aktiv nutzen für Fragen. Das hatten wir heute Morgen auch schon durch die Bank weg. Jawohl, Andreas, danke für das Feedback. Ihr nutzt oder sollt den Chat auf jeden Fall nutzen, um mit uns in Interaktion zu treten. Ja, so handeln wir heute wieder Live-Event, eben diesmal mit Thorsten Helbig. Heute Morgen konnte schon das Dreifache vom anvisierten Tagesergebnis erzielt werden und wir haben jetzt gemäß unseres Live-Events am Nachmittag natürlich auch die US-News voraus, 14:30 Uhr. Thorsten, sein Bild ist da, Thorsten ist ebenso da. Thorsten, bist du gut zu hören? Sag doch mal was. Ich sag nichts. Ach, sag's nichts. Ich sag einfach nichts. Aber das hören die Leute. Du lässt den Chart sprechen. Das ist gut so. Perfekt. Wie gesagt, wir machen direkt da weiter, wo wir heute Morgen aufgehört haben, sprich am Live-Chart. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck des Live-Events, dass wir uns das eben mal hier anschauen, wie der ein oder andere Trader, Webinar-Teilnehmer, Autor von Büchern oder Anbieter von Servicegeschichten hier vorgeht. Thorsten ist da ein Mann der Praxis, der wie gesagt da gar nicht groß rummacht, sondern eher eben am Live-Chart sich hier orientiert. Und wir werden heute den Euro-US-Dollar nochmal unter die Lupe nehmen, auch den DAX nochmal und dann natürlich dann insbesondere zum US-Market Opening 15:30 Uhr den Dow Jones auch noch, weil den handelst du ja auch mit einem gewissen System, Thorsten. Ist das soweit richtig? Ich handle nur mit System. Das Arbeiten ohne System überlasse ich anderen Leuten. Sehr gut, sehr gut. Also Broken da. zum Beispiel. Ah, ja. Du, da sprichst du einen interessanten Punkt an. Wir bei JFD, wie gesagt, für die Teilnehmer, die es noch nicht wissen, sind ja auch wesentlich mehr als ein Broker. Ja, das wird der ein oder andere vielleicht tatsächlich nur am Rande oder vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Wir sind ja überdies mit einer Vermögensverwaltungslizenz auch behaftet und haben auch eine eigene Vermögensverwaltung. Und das heißt, wir haben durchaus auch Erfahrung im Umgang mit Geldern und natürlich als Schnittstelle des Broker Tools, so wie ich es fast sagen, haben wir auch noch einen Prime Brokerage, also eine Liquiditäts Schnittstelle, die sozusagen hier uns dann auf mehreren Standbeinen sitzen lässt. Und wie gesagt, JFD Brokers, das ist das Programm, was wir für Sie immer anbieten, im Sinne von transparenter und fairer Ausführung. Aber wir sind eben da noch ein Stück weit mehr. Insofern sehen wir uns auch ein bisschen eben auch als Investmentfirma. Ja, das darf man an dieser Stelle auch gar nicht verschweigen. Das Kundeninteresse bei uns eben, dass die Kunden erfolgreich sind, adaptieren wir auch genauso auf unsere Vermögensverwaltung. Und da werden wir dieses Jahr noch das ein oder andere Highlight noch präsentieren. Das mal so als Info am Rande, liebe Leute. Das war jetzt keine Absprache, sondern eine Steilvorlage von Thorsten an der Stelle, dass ich das gleich mal ansprechen kann. Und genau, wir schauen uns jetzt aber mal den Live-Chart an, Thorsten, gehen noch ein bisschen auf die Geschichte ein. Ich kann mich an das Wort erinnern, wie du überhaupt zum Trading gekommen bist. Das wäre sicherlich noch interessant. Und dann wäre vielleicht interessant, wie du auch auf News reagierst, sprich, stellst du Positionen glatt vor News, wenn die schon im Gewinn sind, oder lässt du die gerade im Intraday-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart dann laufen und riskierst eine Slippage oder riskierst eine mögliche Aufgabe deines Gewinns? Wie gehst du eigentlich vor, wenn du Positionen hast, die im Gewinn-Verlust sind und die News kommen? Ja, okay. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, am Also, letzten Satz. ich bin im Moment mit kurzfristigen Positionen nicht investiert. Ich habe hier, wie heute Morgen auch erläutert, im Euro mittelfristige Positionen laufen. Die sind short seit bop, 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 und die laufen auch. Die anderen, die kurzfristigen, haben wir glattgestellt. Seit 1,1205 mit dem Durchschnittseinstiegspreis sind die Jungs noch unterwegs. Ich mache jetzt mal folgende Reihenfolge. Ich erkläre jetzt ganz kurz, was meine Ansicht zu dem Markt oder zu den Märkten ist. Da wurde ich heute Morgen schon mal nachgefragt. Da werde ich jetzt ganz kurz drauf eingehen, da ich keine kurzfristigen Positionen jetzt im Markt im Moment habe, ist das jetzt auch nicht so relevant. Ich werde danach die Position erläutern, die wir heute früh gehandelt haben, warum wir die gehandelt haben. Und werde die Zeit heute Nachmittag nutzen, um
einfach mal zu erklären, grobe Richtung zu erklären, wer ich bin, warum ich das bin, und und wieso du so vorgehst. Aber Thorsten, eine Frage noch, wie gesagt, bei den News, wenn du jetzt eine kurzfristige laufende Position hättest, wir gehen mal davon aus, du stehst kurz vorm, oder bist plus minus null, knapp im Gewinn, also so Richtung Take Profit, läuft es zäh, aber langsam, schließt du da Position kurz vor den News oder lässt du dir eiskalt laufen? Also ich sag mal, es ist ja bekannt, dass wir handeln mit einem Stop von 8 Punkten ungefähr und einem Take-Profit von 20, wenn man nach unserem gesunden CRV, nach unserem Standard-CRV geht. Das ist unsere Grundeinstellung, mit der wir arbeiten. Mhm. Habe ich eine Position drin, die ich mit 8 Punkten Stop abgesichert hatte und die ist im Verlust oder plus minus null irgendwo, versuche ich die relativ dicht abzusichern. Ist die Position 6, 7, 8 Punkte im Gewinn, setze ich in der Regel 30 Sekunden vor den News, vor den Zahlen. 3 Sekunden vorher drücke ich auf den Knopf und gehe mit dem Stop Break Even. Hop oder Top. Take Profit nehme ich grundsätzlich raus von News. Mit dem Take Profit arbeite ich überhaupt nicht, weil das würde mich nur begrenzen und ich arbeite entweder mit einer Limit Pullback, das würde ich vielleicht gleich mal erklären, ja, wenn ich jetzt hier eine Limit drin hätte, irgendwo bei 51, nehmen wir mal diese 20 Punkte Range, dann wären wir hier, ne, das sind plus 15, da unten irgendwo würde hier mein Take Profit liegen, würde ich nicht mit dem Take Profit arbeiten, sondern ich würde mit einer Limit Pullback arbeiten, damit der Gewinn so weit wie möglich weggezogen wird oder eben vor sich hergeschoben wird. Was an dem Punkt der Limit weg ist, müsstest du dann nochmal kurz erläutern, ne? Das wäre noch so wichtig, weil ich denke mal, die Jungs, die aus deinem Service hier bei uns sind und Mädels, die werden das sicherlich wissen, aber wir haben ja auch ein breites Sortiment an Teilnehmern, die sozusagen noch recht unbedarft sind, gerade mit dem Tool, mit dem du hier agierst, und Limit Pullback ist dann natürlich so ein kleines Special an der Stelle. Ja. Die Situation für mich ist folgende, im Moment, wenn ich gucke jetzt einfach mal auf den nackten Chart hier, außer dass meine Positionen da drin sind. Ich nehme jetzt mal alles raus und ich versuche mir so viel wie möglich aus dem nackten Chart zu lesen. Wenn ich hier, man kann bei uns ein Webinar verfolgen, das haben wir am 27.02. gemacht. Am 27.02. haben wir eine inverse SKS bekannt gegeben, haben die dort haargenau erläutert, wie man die handelt, haben wir 2 Stunden lang, haben wir die genau analysiert, warum, wieso, weswegen. Das Ziel aus dieser SKS, vielleicht ist einer aus unserer Community hier, der, oder vielleicht sogar jemand hier anwesend, der dieses Webinar verfolgt hat, der kann mir vielleicht auch sagen, oder sollen die vielleicht lieber reinschreiben mir, was war das Ziel aus dieser inversen SKS? Ich kann mich auf jeden Fall an das Webinar erinnern. Wir hatten das auch bei mir im Stream angekündigt mit der Euro-US-Dollar-inversen SKS. Formation, kann ich mich gut daran erinnern, richtig, das war Ende Februar. 1.13 war das Ziel. 1.13 war aus der inversen SKS das Ziel. Richtig, genau so ist es. Wir sind bei 1.05.11 haben wir die Position gestartet. 1.05.11 haben wir die Position gestartet mit einem Ziel von 1.13. Ich gehe jetzt nicht drauf ein, wie wir darauf kommen. Die 1.13 hat er hier mit einem absoluten Spike geholt am 14.06. Also ich glaube, wir brauchen bei einem Weg von 1.05 bis 1.13 von 800 Punkten, brauchen wir nicht über die 4 Punkte diskutieren, die hier noch fehlen. An dieser Stelle vielleicht ganz kurz, hättest du ganz kurz, wie gesagt, nochmal für den, der Thorsten sagt immer gern Punkte zu Pips, liegt daran, dass er DAX, Dow und Euro-US-Dollar handelt und das sind im Prinzip alles die Rechneinheiten sozusagen. Beim Währungspaar ist es natürlich der Pip, aber hier vergleichbar spricht Thorsten auch vom Punkt, also nicht verwirren lassen. Und hier das knappe Verfehlen, also mit einem fixen Take-Profit hast du da sozusagen nicht gearbeitet, sondern in dem Bereich wärst du eben 1.12.90 bei dem Rücklauf 1.12.75 dann auch raus aus der Position. Also erstens habe ich, muss ich fairerweise sagen, ich habe nur noch eine kleine Position laufen gehabt. Der Zeitrahmen von dieser SKS wurde weit überschritten. Die hätte Anfang April fertig sein müssen, spätestens. Und wie gesagt, wir hatten hier den 14. Juni, also 2 Monate später, sie ist fertig geworden. Ich habe sie nicht so durchgehalten, wie sie durchhalten würde. Wollte, ich weiß, jetzt werden wieder ein paar Stimmen laut. Du bist doch Profi, du musst doch deinen Kram durchhalten. Kannst doch nicht erzählen, kannst doch nichts hier erzählen und hin und her. Nein, ich bin genauso ein willenloser Fleischlappen. Manchmal, wenn ich vorm Chart sitze, wie jeder andere auch.
Ich habe zwar ein Regelwerk, aber wenn das Zeitfenster rum ist, wird man unsicher, dann stellt man einen Teil glatt, den hat man schon weit vorne und. Also die gleichen Fehler, die jeder andere macht, die machen wir genauso. Wir können bloß besser damit umgehen, stecken sie weg und gehen auch wieder in den Markt. Das ist der einzige Unterschied, den die Erfahrung ausmacht. Wenn ich so einen Fehler mache, dann gehe ich eben auch wieder rein und ich akzeptiere eben hier auch solche Nummer. Wenn wir hier oben sind, wir im High bei 1,1295, also 1,1296. Das heißt für mich, dass die Jungs, die die SKS gehandelt haben bis zur 1,13, die haben eben knapp unter der 1,13 Limit Order hingelegt. Limits, deswegen liegen sie drunter. Stops liegen oben drüber, Limits liegen unten drunter, so wie es hier auch passiert ist. So, danach kriegten wir direkt die Quittung für die Gewinnmitnahmen, haben da oben ein sogenanntes Abschmieren verursacht. Bewegung A, Bewegung B ist nicht ganz komplett geworden. Dann kam die Unsicherheit auf. Ne? Das waren die Sell-Orders von deinen Jungs, Thorsten, da haben wir es wieder. Ja, na klar, logisch. Das waren die ganzen Mikrolots hier. Ah, ne? Und wenn das nicht funktioniert, dann haben, ich weiß, der ein oder andere noch ein Mikrolot nachgelegt, wenn das nicht so richtig funktioniert hat. Okay, kleiner Spaß am Nachmittag. Aber wie gesagt, das ging mir so gerade von der Zunge. Verzeih mir, aber ich muss da kurz reinhaken. Okay, der AB rumgelaufen. Gut. Ja. Das heißt, dann kam sofort die erste Quittung, die das Ding hier volle Granate nach unten gedrückt hat. Hier kam Bewegung 2. Die in der Regel größer ist als Bewegung 1. Das hat hier nicht funktioniert. Und wenn ich die jetzt hier runterziehe, von da aus sehe ich, dass die dritte Bewegung von der Länge her, die hat sehr spät angefangen, aber hat fast auf den Tick genau funktioniert. Aus diesem Grunde habe ich jetzt auf diese Bewegung hier ein FIBO gelegt und habe den FIBO einfach mal gemessen. Wir arbeiten mit der 61,8 bis 66. Wir Europäer arbeiten gerne mit der 61,8. Die Amis arbeiten gerne mit der 66 und die hat er hier auf dem Pip genau heute Morgen 8 Uhr ganz kurz angelaufen, genau ganz kurz da rein und seitdem dümpelt er hier so ein bisschen rum und wiegt sich in Unsicherheit. Ich plane hier in diesem Bereich ein sogenanntes nachlaufendes Hoch. Darauf warte ich sehr gerne. Wir sehen hier die Bewegung nach unten, da haben wir den 50er Level, da haben wir den 61,8 und da haben wir den 66. Das heißt, wenn man jetzt bei uns im Blog lesen würde, Stops gehören als Beispiel auf die 83 oder 84, sprich, das wären jetzt 13 oder 14 Punkte, Stops gehören da oben hin, resultiert das genau da draus. Wir haben heute Morgen die Position schon gehandelt. Ich habe sie ja alle wieder glattgestellt. Ich zeige auch gleich welche und warum, wieso, weswegen. Der Günther hat mich gerade daran erinnert, dass ich die Einstiege nochmal erklären soll, die wir heute Morgen gehandelt haben. Ich würde hier in diesem Fall, wenn er wieder hier hoch geht, lege ich hier oben eine Limit hin. Jetzt, weil ich damit rechne, dass er vielleicht mit einem Spike da hoch geht. Und ich mache, um das Thema gleich abzuarbeiten, aus dieser Limit ist eine Limit Pull, oder löschen, zack, weil ich will eine Sell Limit, keine Buy Limit dahin packen. Ah, das sind die kleinen Fallstricker. Richtig. So, wir haben jetzt eine Limit Pull Back und die mache ich jetzt mit einem Abstand von 3 Punkten. So, das heißt, diese Limit liegt jetzt hier, weil ich davon ausgehe, was den Euro-US-Dollar sehr oft passiert oder was da sehr oft gemacht wird. Hier am 61, ich versuche mal die Logik zu erklären, wie ich sowas aus dem Chart lese. Ich glaube, das ist vielleicht wichtiger. Das ist gern gesehen wichtiger und das hilft natürlich auch den Leuten, wie du auf deine Schlussfolgerung kommst. Also das ist eigentlich genau das, worum es hier im Live-Event geht. Also wirklich mal praktisch herbeiführen, wie du auf das kommst und machst. Also, die Logik, die sich mir hier erschließt, ist, wir haben, wir haben hier diesen Bereich. Da haben wir diesen Bereich 61,8 bis 66. Der wird sehr gerne für Short Limits benutzt, weil es ist ein ganz einfaches Setup, kann man viel nachlesen, kann man viele Bücher drüber lesen, Kurs korrigiert um 61,8%, dort will ich dann auch shorten. Das heißt, wir sehen, es hat den Kurs hier ganz kurz nach oben gedrückt, von 6 bis 7 heute Morgen. Da
von 7 bis 8, also in der Vorbörse heute Morgen hat es den Kurs ganz kurz da hochgedrückt, auf den Pip genau an die 61,8, um dann abzumarschieren. Diese Jungs, die hier ihre Order platziert haben, haben logischerweise jetzt da oben ihre Stops. Dann kommen die dazu, die nach Markttechnik handeln. Wir sind hier im Stundenchart unterwegs. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Die haben erschwerend dazu hier drunter ihre Stop-Order liegen, ihre Short-Stops. Die Markttechnik nach klassischem 1, 2, 3 nach Ross oder Vogt hier handeln, die haben hier drunter ihre Stops liegen. Das heißt, hier oben gehen die Short-Limits rein an der 61,8 und hier gehen die drauf, die dann hier aufstocken, um den Trendwechsel zu handeln. Beide Gruppen, die Händlergruppe und diese Händlergruppe, beide Händlergruppen platzieren logischerweise ihre Stops hier oben drüber, wahrscheinlich hier oben über der 66, also bei der 1,1182 ungefähr liegen denen ihre Stops. Soweit verstanden? Kurzes, ich brauche zwischendurch mal ein kurzes Feedback, weil sonst kriege ich wieder Haue, dass ich zu schnell bin oder sonst irgendwann. Ja, frag das wieder, ich habe gar nichts verstanden, Thorsten, du musst nochmal von vorne beginnen. Ja, genau. Bitte wiederholen Sie alles ab dem guten Morgen. Richtig. Das ist immer die schöne. Okay, ich versuche es so. Also ich denke jetzt einfach nur laut, deswegen kann es manchmal ein bisschen schnell sein. Also, hier oben liegen die Limits von denen, die hier Short wollen. Die haben eine 61,8 geschortet. Hier liegen die Short Stops von denen, die sich hier einstoppen lassen auf den Trendwechsel. Beide packen hier oben ihre Stops hin. Die liegen da jetzt. Einmal von denen und einmal von denen, die sich hier einstoppen lassen haben. Von beiden Händlergruppen liegen hier, wahrscheinlich über der 66, genau hier oben liegen denen ihre Stops. Nehmen wir die falsche Linie. Da oben irgendwo, hier knapp da oben drüber liegen denen ihre Stops. Deswegen lauere ich immer auf ein sogenanntes nachlaufendes Hoch. Hier oben sammeln sich jetzt die Order. Das heißt, wenn der mal ganz kurz hochspiked, macht er hier einen Spike, sammelt diese Stops hier oben ab, um dann erst zu fallen. Ich bin im Markt investiert, deswegen ist es mir ziemlich Banane. Die Position ist 900 Euro vorne. Meine DAX-Position erkläre ich gleich, die habe ich rausgeschmissen vorhin. Von heute früh, aber auf die Setups von heute früh kommen wir gleich. Jetzt gehe ich davon aus, entweder fällt das Ding durch, da bin ich mit 2,5 Lot dabei. Feuer, Marianne. Ziel ist die 1,10. Schreibt euch bitte die 1,10 auf und die 1,0710. Das sind wichtige Marken, die jetzt im Moment ausschlaggebend sind. Erkläre ich nachher auch gleich, warum. So, also, mir kann mit dieser Nummer hier erstmal nichts passieren. Diese Nummer ist ganz gut dabei und ich würde sie hier in diesem Bereich aufstocken, eben dann, wenn die Stops von den Jungs hier geholt werden, die hier im Markt sind oder die sie hier einstoppen lassen haben. Dieses Seitwärtsgedümpel hier wird in der Regel mit einem Spike nach oben beendet, um diese Stops hier abzuräumen und um dann zu fallen. Dann bin ich entweder mit meiner bestehenden Position dabei oder ich stocke sie sogar noch auf in diesem Fall. Und Thorsten, das Limit Pullback, was ist der Witz am Limit Pullback? Genau. So, die Limit Pullback heißt, ich habe jetzt eine Limit Order liegen. Schießt der Kurs jetzt nach oben, löst er diese Limit Order nicht sofort aus, sondern wenn er jetzt nach oben schießt, also sagen wir aufgrund der News, die ja jetzt nichts verursacht haben, wenn jetzt irgendwie richtig was kommen sollte und der geht hier oben, sage ich mal, 15 Punkte drüber. Nehmen wir mal ein Beispiel, wir sind hier bei der 80 und der geht hoch bis an die 95. Dann schiebt der meine Sell-Limit bis an die 95 mit und löst die erst aus, wenn er 3 Punkte zurückläuft. Das heißt, er läuft dann hoch bis an die 95, schiebt meine Sell-Limit dahin, fällt von der 95 runter an die 92 und würde meine Limit-Order bei 92 ausführen. Das heißt, ich werde in dem Fall wir liegen jetzt bei der 78 bis der 92, würde in dem Fall, in dem Extremfall, würde ich 14 Punkte besser ausgeführt werden. Hochinteressant. Hat also den Vorteil, selbst wenn ich hier falsch liege und der ballert jetzt hier hoch, der läuft 3 Punkte zurück, auch nach so einem Move ist auf jeden Fall eine Korrektur dran. Selbst wenn ich hier völlig falsch liege und der nach oben weiter will, kommt hier irgendwo in diesem Bereich nach so einem Spike bis an die 95, aus so einem 30-Punkte-Spike, kommt auf jeden Fall eine kleine Korrektur. Und die kann ich nutzen, um meinen Stop schnell Break-Even zu ziehen.
Jeder andere, der hier, sagen wir, hier hat sich jemand platziert bei der 78 mit einer ganz normalen Limit und mit 10 Punkten Stop. Und der Kurs schießt wirklich hoch bis an die 95. Dann wird er hier bei der 78 in den Markt geholt, 10 Punkte Stop, wird er bei 88 rausgeschmissen. Das heißt, hier wird die Short Limit ausgeführt, bei 88 kommt sein Stop, wird er rausgeschmissen mit 10 Punkten Verlust. Meine Limit Pullback, die eine Eigenart vom Stereo-Trader oder nur beim Stereo-Trader hier zu finden, der nimmt diese Order, schiebt die bis zur 95 und löst sie bei 92 aus, wenn er 3 Punkte zurückläuft. In diesem Beispiel, so wie ich es jetzt erklärt habe. Das eine fliegt mit 10 Punkten Verlust raus und ich werde 14 Punkte besser ausgeführt. Deswegen arbeite ich mit solchen Sachen, mit der sogenannten Limit Pullback. Das gleiche mache ich auch mit Limits, wenn ich in mein Ziel laufe. Ich sage mal gesetzt, ich habe hier unten mein Ziel bei 1.11.17, lege ich hier unten auch eine Limit hin, weil wenn er nicht bei der 17 bremst, sondern hier durchklatscht, bis zu 1.10.80 werde ich auch dementsprechend besser ausgeführt. Dazu gibt es bei uns im YouTube-Kanal, gibt es aber Webinare zu dem Stereo-Trader. Da gibt es 11 oder 12 Webinare, und ich fange auch in nächste Woche oder übernächste Woche an, Kurzvideos zu dem Stereo-Trader bei Forex Pro zu drehen, um zu zeigen, wie der Stereo-Trader bei Forex Pro überhaupt funktioniert und welche Vorteile das Ding hat oder was sind die Alleinstellungsmerkmale davon. Es hängt mein Fadenkreuz hier und ich weiß nicht warum. Ja, macht die Internetverbindung doch ein bisschen schlapp jetzt vielleicht. Wir wollen es nicht hoffen. Das will ich auch nicht hoffen. Könnt ihr meine Maus sehen? Ja, ja, das läuft. Der Ton ist gut. Dass das Fadenkreuz hängt, ist ein bisschen merkwürdig. Ordertechnisch sollte das natürlich jetzt keinen Einfluss nehmen. Guck mal, MetaTrader läuft aber, Euro steigt. Da hat sich die Plattform vielleicht aufgehangen gerade. Also ich habe ja hier bei mir mehrere MetaTrader auf. Läuft eigentlich alles planmäßig. Ja. Ich kann... Ja, der hat sich aufgehängt. Hast du zu viele Programme offen, Thorsten, wa? Ja. Du bist ja jetzt auch mit dem Laptop unterwegs, ne? Das ist ja die Geschichte. Also es ist ja jetzt nicht deine Trading Station, so will ich es mal sagen, sondern es ist ja mehr die mobile Lösung. Ja, aber der Meta, also hier der Stereo-Trader, der läuft ja nun schon lange und das ist das erste Mal, dass ich Kummer habe. Ich schieße ihn einfach mal ganz kurz ab. Klar. Und starte ihn neu. Vielleicht überlegt er sich das ja dann. Währenddessen kann ich sagen, wie gesagt, langsam geht er in Richtung der Sell-Limit-Order, der Preis, der jetzt hier so ein bisschen sich aufgehangen hat. Aber das, liebe Leute, ist auch ganz wichtig zum Beispiel zu wissen, ja, Thorsten hat sich auch Gedanken, wie gesagt, gemacht, der Stop, der ist automatisch drin. Wo liegt denn eigentlich der Stop in dieser Position? Der liegt oben drüber, zeige ich gleich, okay, wenn ich den MetaTrader neu gestartet habe. Der Witz in solchen Sachen ist, natürlich kann das jederzeit mal passieren. Der MetaTrader abstürzen, der Computer macht Schwierigkeiten, Stromausfall. Ja, gibt es auch so ein Worst-Case-Szenario, wo man einfach sagt, für den Fall der Fälle, liebe Leute, ihr müsst eure Accountnummer unter der Tastatur liegen haben mit Telefonnummer zum Support. Falls ihr mal in so eine Situation kommt, die Software irgendwie abschmiert, wie gesagt, bei mir läuft alles hier planmäßig, kann an der Rechnerleistung liegen oder kann an irgendeinem Rechner Bug liegen zum Beispiel, das heißt jetzt nicht, dass das ein MetaTrader-Problem ist. Grundsätzlich kann ja alles passieren und da müsst ihr natürlich im Vorfeld auch gewappnet sein, insofern Telefonnummer zum Support, Accountnummer bereitlegen, um dann in Kontakt zu treten und möglicherweise Orders via Telefon zu verwalten. Das geht natürlich bei uns und überdies ganz wichtig zu wissen, man sollte sich vorher Gedanken über das Risiko machen. Insofern hat Thorsten ja auch den Stopp gesetzt bei der Position. Das heißt, selbst im Worst Case sollte man, wenn es denn schief läuft, die Orders laufen ja oder sind ja hinterlegt auf den Servern. Das heißt, selbst wenn der MetaTrader ja abschmiert, ist die Position sozusagen gesichert. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, wo man dann sagt, aufgepasst, liebe Leute, immer auch mit Orderaufgabe einen Stopp setzen. Ja, weil wenn die Position jetzt nicht versichert wäre, ihr habt keine Telefonnummer, das System schmiert ab, plötzlich seht ihr nur noch den Wald vor lauter Bäumen nicht und ohne Stopp im Markt zu sein und nicht zu wissen, was der Markt macht, kann sehr teuer werden. Deswegen, also ich kann euch beruhigen, also ich fahre diese Taktik in der Regel so, wie gesagt, ich arbeite sehr viel mit diesen Limit und diesen Limit Pullback-Ordern und ich habe diese Nummer einmal hier laufen, ich habe meinen Rechner zu Hause laufen,
wo ich per TeamViewer drauf zugreifen kann, von jedem Tablet, von jedem Handy mit allem drum und dran. Und ich habe bei Contabo noch einen Server laufen, wo ich alle Positionen auch dementsprechend abgesichert habe. Man sieht es hier, ich hatte die vorhin ja auch abgebildet. Ich habe diese Position hier oben drüber über diesem Hoch mit Limits abgesichert. Ich mache das jetzt mal ganz einfach. Da kann natürlich sein, dass mit Cloud und allem drum und dran. So, ich habe jetzt hier oben eine Stop-Order liegen, die den ganzen Spaß hier auch komplett abgesichert hat, über diesem Hoch. Und wie wir jetzt gerade sehen, hat er mir alles rausgeschmissen. Das ist natürlich der Nachteil. Deswegen habe ich sowas in der Cloud laufen. Deswegen sieht man das auch manchmal hier in der Plattform nicht. Dann sagen die, hey, du arbeitest ohne Stop. Nein, ich arbeite nicht ohne Stop. Ich habe in der Cloud immer eine Gegenorder laufen. So, und da geht die und da geht die Aufstockung wieder hin. Da wollen wir die hinhaben. Da wollen wir die nicht hinhaben. Das war die falsche, wie schon mal gehabt. Da. Da haben wir die Limit Pullback. Ich mache da auch sicherheitsüberprüft das auch wieder. Limit Pullback mit 3 Punkten. Fertig ist die Laube und dann haben wir die Position auch wieder drin. Also, ihr könnt natürlich schlecht in die Cloud gucken, deswegen muss ich jetzt die Plattform neu starten. Im Normalfall, so wie jetzt, dass wenn sowas hier passiert, dann wechsle ich sofort auf meinen Server in die Cloud und arbeite dort weiter. So, damit sind wir in der übergeordneten Zeitebene. Vorlang, 1 Minute und machen wir die 5 Minuten auch noch. Dann gucken wir uns den Spaß an, was wir heute Morgen gemacht haben. Komm her, 5 Minuten. Das ist nun mal live, ne? Ja, das ist aber auch, ja, wie gesagt, das ist ja Leben in der Lage und insofern ist es ja ganz legitim, dass du das sozusagen jetzt auch mal vorstellst, wie du dich da oder wie du den Chart jetzt upgradest, ja. Wie das nochmal startest, ist ja überhaupt kein Problem, um Gottes Willen. Ja. Der Markt ist ja so. Eh sehr ruhig gegenwärtig. Ja, also was haben wir heute früh gemacht? Wir haben heute früh, wir sind hier im 1 Minuten und wir handeln nach Europro, das Regelwerk erkläre ich nachher nochmal kurz, weil ich da drum gebeten wurde. Wir handeln nach Euro pro und nach Zielbereichen. Unsere Zielbereiche sind die Linien, die hier drinnen sind. Verzichte bitte auf Fragen, wie setzen die sich zusammen, wie kommst du da drauf, wie zeichnest du die ein. Es ist ein sehr komplexes Thema. Akzeptiert sie einfach genauso als Zielbereiche, wie man sonst auch Pivotpunkte oder so akzeptiert. Diese Zielbereiche werden in der Regel sauber angelaufen bzw. sauber abgearbeitet. Fails oder Fakes davon handeln wir sehr gerne. Wir hatten hier heute Morgen den ersten Fake, da diese Linie, diesen Zielbereich, den hat er nach oben durchschossen, sofort eine Umkehrformation und diese Nummer haben wir heute Morgen hier gehandelt. Kann man im Webinar, die Aufzeichnung ist schon in unserem YouTube-Kanal zu finden. Ich habe sie schon konvertiert und auch hochladen lassen. Findet man bei uns im YouTube-Kanal. Hier haben wir die erste Position reingepackt. Erstes Ziel war die Linie hier unten. Da werden wir hier rausgeflogen. Als wir den Stop nachziehen konnten, haben wir das Ziel hier unten auf die 51, knapp über die 51 gelegt, weil der Werdegang ist oft, wenn er hier oben einmal falsch reagiert, dass er dann gerne die gegenüberliegende Seite holt, nämlich die hier unten. Das war die erste Nummer. Die zweite Nummer hieß dann Euro Pro. Und Euro Pro, das war genau dieser Einstieg hier. Ich zeige den mal ein. Da. Genau diesen Bereich, merkt euch bitte mal die Uhrzeit. Der Einstieg war um 8.09 Uhr, also um 9.09 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit. Der
Grund ist 9.09 Uhr, wir brauchen bestimmte Vorgaben. Und die Vorgabe heißt, wir brauchen was? Mal ein paar Leute abfragen hier, die können ruhig mal ein bisschen mitarbeiten. Ja, ist richtig, zum Nachmittag, klar, auf jeden Fall. Darüber meine Firma, die kann nur einen Faulen vertragen und das bin ich. Klar, Ralf. Pass auf, ich habe gerade im Chat noch ein paar Fragen, während die Leute jetzt aufgerufen sind zu antworten, ist ja ganz wichtig. Also du kannst ja schon mal drüber schauen, ganz kurz zum Günther. Kundenorders werden von JFD alle abgewickelt, da gibt es keinen Notfall. Also die liegen ja auf dem Server, wir sind wie gesagt mit unseren Bridge und Aggregatoren und Bussystemen so aufgestellt, dass bei uns gibt es auch keine Requotes oder Quote-Ablehnung. Das heißt, Fill or Fill, wenn die Order sozusagen getriggert wird per Stop oder Take Profit oder ihr eine Market Order aufgibt, dann wird die gefüllt. Und da gibt es keine Verzögerung oder Requotes, ja, dass ihr abgelehnt werdet vom Preis und plötzlich 5 Sekunden später habt ihr einen anderen Preis. Das gibt es bei uns nicht. Ausführung ist garantiert. Die Stops, mein lieber Hans, ganz kurz, die Stops sind auf unseren Servern, das ist auch so ein Punkt, ihr handelt 100% anonym. Natürlich, der Broker sieht es immer, aber wenn ihr gegen den Broker handeln würdet, was bei JFD ja nicht passiert, weil wir es auch nicht machen können, wollen oder tun, wir haben keine Market Maker Lizenz, habe ich heute Morgen schon erklärt, die Orders liegen auf unseren Server und der Liquiditätspool kriegt ein Trigger-Signal, wenn die Preise in die entsprechenden Niveaus kommen und dann wird eure Order zu einer Market Order und geht in den Liquiditätspool. Aber die Gegenseite sozusagen, es gibt ja immer eine Gegenseite, es muss ein Käufer-Verkäufer für eine Position geben, die sieht nie, wo eure Stops und Take Profits liegen. Ja, das ist ganz entscheidend. Bei einem Market Maker, der hat praktisch ein offenes Buch, der sieht bei jedem Kunden, wo liegen die Stops, wo liegen die Take Profits und im Prinzip kann er da auch ein bisschen spielen mit den Preisen, theoretisch oder auch praktisch, aber im Grunde genommen, wie gesagt, ganz wichtig, nur, dass du das mal gehört hast, ist es so, dass die hundertprozentige Anonymität bei uns garantiert wird. Das heißt, die Gegenseite, die euch ja ausführt, weil wir letztlich nur durchführend sind, weiß nie genau, wo und wie viele Positionen auf dem einen oder anderen Preislevel liegen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Telefonisch und er meint ja nur, was es kostet, wenn es telefonisch abwickeln lässt. Telefonische Volumenabwicklung, das kostet überhaupt nichts. Also ich meine, eine Order ist eine Order. Ja. Wir haben unsere fixen Preise, Half-Turn, Round-Turn, also ihr habt pro CFD 20 Cent und pro FX-Lot 5,50 Euro und genau das ist der Preis. Da gibt es keine andere Volumenbegrenzung oder Preisausführung oder dergleichen, genauso wie es jetzt für Stops und Limits keine Ordergebühren gibt. Also das ist nicht so entscheidend. Okay, aber du hast die Frage ja abgefragt, jetzt sind genug Antworten da. Thorsten, du hast freie Auswahl. Ja. Genau, wir brauchen übergeordnet einen Trend und den hatten wir gegeben. Wir haben ein Hoch, wir haben ein Tief, wir haben ein tieferes Tief und wir haben ein tieferes Hoch und wir haben hier mit dieser Kerze auch ein tieferes Tief, sprich um 9.05 Uhr. Welches Zeitfenster solltet ihr euch merken? Das übergeordnete. Ja, habt ihr natürlich nicht. Ich habe vorhin gerade gesagt, merkt euch mal die Uhrzeit. Habt ihr natürlich nicht. Ja, geht doch. So, gucken wir uns den Spaß nochmal an. Da habe ich es nämlich eingezeichnet. Da um 9.09 Uhr und 9.10 Uhr. Richtig, geht doch. Ja, meine Leute wissen schon, dass sie aufpassen müssen. So, und wir haben genau hier in diesem Bereich ist die übergeordnet. Können wir die Frage beantworten? Haben wir einen Trend? Ja oder nein? Und dann hatten wir hier die Gegenposition, wo wir zurückgelaufen sind. Und diese Position hier heute früh haben wir genutzt, um diese Position zu platzieren, beziehungsweise sogar aufzustocken. Ich muss gleich mal gucken, ob ich das eventuell sogar irgendwie reinkriege. Das heißt, hier in diesem Bereich haben wir nachgelegt und unser erstes Ziel war hier unten die 54 und dann sollte nach Möglichkeit die 51 kommen, die er dann aber nicht geholt hat, sondern dann anfing wieder zurückzulaufen und wir haben unsere Stops dann hier nachgetrailt auf die 61 und damit hatten wir eine Position im 5-Minuten laufen, die wir direkt hier oben platziert haben, nachdem wir diesen Fehlbruch gesehen haben, haben wir die erste Position platziert und nach dem 1-Minuten-Chart haben wir die nächste Position aufgestockt und haben die beide bis hier runterlaufen lassen,
bis an die 55, als er an der 55 hier gedreht hat und zurückgelaufen ist, sind wir bei 62 oder 63 in diesem Bereich, sind wir dann rausgeflogen. Und damit hatten wir heute Morgen ein, ja, sag ich mal, zufriedenstellendes Ergebnis. Ich bin jedenfalls zufrieden, wenn ich morgens um diese Zeit mein dreifaches Tagesziel einfahren kann. Heute Nachmittag stellt sich die Situation ein bisschen schwieriger dar, für mich jedenfalls, weil wir hier, ich gehe nicht viel höher, auf jeden Fall nicht im kurzfristigen Bereich, weil wir uns hier nämlich so richtig schön einkeilen. Das spricht dafür, dass die Vola, je enger das hier hinten wird, und das sind immer Sachen, die ich nicht so gerne mag, dass die Vola hier sich extrem erhöht. Das heißt, die Bewegungen immer schneller werden. Die Bewegungen zwar nicht länger werden, die Bewegungen werden nur kürzer, aber das Hin- und Herfegen wird in immer kürzeren Zeitrahmen. In diesem Fall würde ich jetzt darauf lauern, und das deckt sich ungefähr mit dem, was wir am Stundenchart gemacht haben. Ich würde darauf lauern, da wir auf Short orientiert sind, lauere ich drauf, dass er mit einem Fehlausbruch aus diesem Dreieck, dass er da oben rausgeht und bupp, da oben rausgeht, ein Fehlausbruch, um dann durchzumarschieren. Heißt, wenn ich dazu kommen sollte, nachher was zu handeln, würde ich es dafür nutzen, würde ich diesen Fehlausbruch hier oben favorisieren. Das heißt, er soll hier oben rausschießen, soll die Stops über diesem Hochloch abholen. Die Nummer haben wir ja uns gerade hier angeguckt. Da. Das heißt, hier darf er gerne hochschießen, die Stops über diesen Hochs hier oben abholen und mich hier oben nochmal einstoppen. Das wäre der Fehlausbruch aus diesem Dreieck. Ein Fake, oben raus, Umkehr und dann Abmarsch nach unten. Und dann könnte man auch das kriegen, was Chris heute Morgen vermisst hat, nämlich die Vola, die er heute früh vermisst hat, dass wir richtig Bewegung da reinkriegen. Thorsten, erlaub mir kurz den Eingriff. Ich muss halt wirklich sagen, ich beobachte den Forex-Markt schon seit vielen, vielen Jahren. Und wir haben jetzt 14.54 Uhr und der Euro gegenüber dem US-Dollar hat sich bisher 23 lächerliche Pips bewegt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Volatilität, die bricht förmlich ein. Und was du ja aus dem Minutenchart sozusagen heute Morgen rausgeschnitten hast und jetzt auch versuchst zu adaptieren, ist wirklich ein starkes Stück, weil ganz ehrlich, ohne Volatilität können wir im Prinzip nicht leben. Und wenn die Leute in der Regel Stops von 10, 15 Pips haben, ja, und theoretisch auf, sage ich immer, pauschal 30 Pips Gewinn spekulieren, ist es ja heute noch nicht mal möglich gewesen mit einem lächerlichen Range-Anteil von 23 Pips aktuell. Also das bewegt Euro-US-Dollar eigentlich zuvor immer in der Asia-Session, ja, und im Londoner Handel, also am Morgen mitteleuropäischer Zeit, geht es dann zur Sache, um dann am Nachmittag im Schnitt, also sowas in früheren Jahren, seine 80, 90 Pips abzuspulen. Ja? Aber jetzt haben wir aktuell gerade mal 23 Pips. Das ist wirklich, also die Volatilität, das sagte ich ja heute Morgen, ist schon ein richtiger Kraus, die bricht förmlich zusammen. Aber ich zeige euch nachher auch mal einen Chart, was nach so einer Geschichte passiert. Man hat ja mal Kontraktion und Separation. Also ich denke, irgendwann wird es da mal, wie du schon sagst, vielleicht passiert es heute und wir sind am Startpunkt des Vola-Hypes. Die Volatilität wird mit Sicherheit nicht auf Ewigkeit so tief bleiben, aber es ist derzeit wirklich erbärmlich, um es mal so zu sagen. Also genau aus dieser Geschichte sind mal unsere Zielbereiche und der Handel nach Zielbereichen auch entstanden. Wir haben die Sommermonate und ich mache jetzt diese Wohnmobiltour, die ich jetzt gerade mache, die mache ich jetzt das dritte Jahr, also das vierte Jahr in Folge, das dritte Jahr mache ich die jetzt öffentlich, so dass man uns begleiten kann oder uns verfolgen kann. Und das dritte Jahr in Folge haben wir auch genau diesen Schlafmodus, wo die ganze Kiste einsteht. Und genau daraus ist parallel zu unserem Euro Pro einmal auch der Zielbereichshandel entstanden. Und wir haben heute Morgen die Position direkt, als knapp unter dem Zielbereich gebremst hat, haben wir die Position ja heute Morgen direkt geschortet, haben die heute Morgen direkt nach unten mitgenommen und haben selbst da irgendwie 18, 19 Punkte aus der einen Position und aus der zweiten Position nochmal 10 oder 11 Punkte, allerdings mit doppelten Positionsgröße rausgeholt, so dass wir selbst aus diesem kleinen Stück, aus dieser Bewegung unser Tagesziel dreifach rausschneiden konnten. Das ist genau die Kombination aus dem Zielbereich und aus unserem Euro Pro.
nach Zielbereich rein, nach Euro pro aufgestockt und auf geht's. Guckt euch einfach die Aufzeichnung von heute früh an, wir sind gestartet heute Morgen, es war ja schon mittags, ne? 7:45 Uhr. Na, bei dir 8:45 Uhr, nee, also eine Viertelstunde vor Xetra Opening sind wir gestartet. 8:45 Uhr und wir waren, glaube ich, 9:45 Uhr oder so, waren wir kurz nach 10 waren wir mit der Nummer durch. Als er wieder zurückgelaufen ist, können wir sogar gucken, ja, um 10, kurz nach 10 hier ist die Nummer rausgeflogen. Das heißt, wir waren in einer guten Stunde mit einem dreifachen Tagesergebnis in Pips, hatten wir im Sack. Das heißt, nach Zielbereichen aufgemacht, nach Euro pro aufgestockt und dann haben wir das Ding laufen lassen. So ein Regelwerk hat natürlich auch seine Nachteile. Und zwar sind mit dem Nachteil, wenn man mich den ersten Punkt, die erste Frage, die mir meine, ich sage mal so in Gänsefüßchen, meine Leute, also die Europroler, die schon seit Jahren mit uns teilweise zusammenarbeiten, wissen, die erste Frage, die ich immer stelle, wenn du ein Regelwerk handelst, arbeite deine Punkte von oben nach unten ab. Die erste Frage ist, haben wir übergeordnet einen Trend? Mhm. So, übergeordnet heißt in dem Fall für uns in 5 Minuten. Und der ist nicht klar erkennbar. Wir haben tieferes Tief und wir haben höheres Hoch. Diese Szenarien haben wir selten. Hier haben wir ein Hoch. Wir haben ein tieferes Hoch. Ja, wir haben aber hier ein tieferes Tief und ein höheres Hoch. Wir haben hier ein Hoch, das ist hier kaputt und wir haben hier ein Tief, das ist hier auch kaputt. Das hier ist für mich die einzige Aussage, wo ich sage, wir sind in der trendlosen Phase. Weißt du? Weißt du, was ich meine? Ich bin jetzt nur von den Schenkelpunkten des Dreiecks da ausgegangen, ja, oder der Linien. Da bist du ja im Prinzip, ja, genau in der Range jetzt praktisch, weil du ein tieferes Tief also, jetzt hast zuletzt und ein höheres Tief und ein tieferes Hoch. Das, weil die Linien also jetzt zusammen hier kann ich sagen, okay, wir sind in dem Trend. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Auch ich bin nur ein Mensch. Ich hätte heute Morgen am liebsten, aber ich wollte nicht zu viel durcheinander bringen. Außerdem war mein Volumen fast am Ende für heute früh. Bewegung A, Bewegung B. Guckt euch das an. Ich habe ein bisschen unsauber gearbeitet. Wird sofort bestraft. Da. Erste Bewegung, Korrektur. Zweite Bewegung. Zack, hätte man fast auf dem Pip genau auch handeln können. Hier haben wir einen Trend. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Hier haben wir Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Hier haben wir nichts. Hier haben wir die letzte Bewegung und hier ist er jetzt in einer Bewegung durchgeschossen. Das heißt, wir haben ein tieferes Tief. Hier haben wir zwar den Abwärtstrend noch definiert und hier mit dieser Kerze, hier mit dieser, haben wir den Abwärtstrend aber kaputt gemacht. Aber wir haben noch keine Aufwärtstrenddefinition. Wir haben den Abwärtstrend kaputt gemacht. Hiermit, aber wir haben noch keine Aufwärtstrenddefinition. Im Gegenteil, wenn ich sage Bewegung, Korrektur, Bewegung, haben wir wieder eine Abwärtstrenddefinition. In solchen Sachen, da lasse ich nach meinem Regelwerk, nach Europro, lasse ich die Finger raus, auf jeden Fall nach dem Regelwerk, weil wir können die erste Frage nicht sauber beantworten. Ich kann sie nicht mit Ja beantworten. Und die erste Frage lautet, haben wir übergeordnet einen Trend? Wenn ich diese Nummer jetzt nehme, kann ich nur shorten. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Dann befinden wir uns hier in der Korrektur. Dann hätte ich mit dieser ersten Frage nur die Chance, short zu gehen. Aber meine Wolke ist blau, meine Einstiegslinie ist oberhalb. Das Regelwerk kann man bei uns nachlesen. Das heißt, meine Indikation, die ich hierfür benutze, spricht gegen einen Short-Einstieg. Und dadurch, dass wir diese Krake hier haben, sieht man auch, dass wir in der trendlosen Phase sind. Die muss ich abwarten. Und diese trendlose Phase wird auch erst zu Ende sein, wenn das Dreieck hier aufgelöst ist. Und das wird in der Regel mit einem Fehlausbruch in eine Richtung. Hier bestehen die Chancen 70-30, dass er einen Fake nach oben macht und dann nach unten durchschießt. Und diese Phase, die werde ich dann wieder nutzen, um nach Europro zu handeln. Diese Nummer ist mir so schön, wie hat Thorsten H. mir gestern geschrieben, hin und her macht Taschen leer. Das sind genau diese Nummern, die dann wehtun. Ich habe heute Morgen noch gesagt, Jungs, behaltet eure Pips, wenn ihr die mitgemacht habt. Vielleicht kann der eine oder andere ja mal hier seine Spuren hinterlassen und mal sagen, ob er die
Pips wirklich behalten hat oder ob er sie eher nicht behalten hat. So, hier haben wir genau das gleiche Theater, eher nichts. So, der Joachim W. hat gesagt, er hat sie alle wieder verloren. Der Markus hat sie alle behalten. Thorsten H. hat sie alle behalten. Ist doch schon mal was. Da haben wir den DAO, den gucken wir uns erst nachher an. Und hier haben wir den DAX. Meine DAX-Positionen habe ich vorhin rausgeschmissen. Weil ich davon ausgehe, wir haben hier eine Short-Bewegung und ich habe hier eine kleine Long-Position drinne. Gut, dass ich das Ding jetzt aufgemacht habe. Wo ist denn der Stopp, Thorsten? Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss das jetzt aus der Cloud übertragen. Ach, das hast du vorhin. Ah ja, okay. Ja, genau. Ich hatte heute Morgen meinen Stop für die Short Order, hatte ich hier oben drüber liegen. Den haben wir rausgeschmissen. Lass mich mal ganz kurz die Cloud aufrufen. Da. Bupp. Ich sage ja, ich arbeite nicht mit Stops, ich arbeite mit Limits und Limit Pullback. Ich habe, wie ihr seht, das sind 20 DAXe. So, und da unten gehen die 20 DAXe hin. Und wir haben hier diese Abwärtsbewegung. Diese Abwärtsbewegung ist jetzt weit überschritten worden. Daraus errechnet sich für mich ein Ziel bei 12.833 und damit geht da eine Sell Limit hin und auch diese Limit, ich muss es nur gleich aufpassen, wenn ich die in der Cloud lösche. Und das Ziel ist jetzt kein Fibonacci, sondern das sind wieder deine magischen Linien, oder? Nein, ist ein... Ist ein 161,8er, oder? Nein, 141. 141,4. Ich weiß, kennt keiner. Ich arbeite mit dem 141,4 und dem 161,8. Aus einer Bierlaune heraus. 161,4 habe ich ja noch nie gehört. 141,4. Oder so, 141,4. Ja. Ich arbeite sehr viel damit. Warum? Weil die Amis sehr viel damit arbeiten. Und wir haben in der Regel, wenn wir so eine Abwärtsbewegung hier, so wie hier, heute Morgen, das war ein klassischer Sell-Off. Da. Dieser Sell-Off spricht oft dafür, dass es weiter hochgeht. Hier unten haben wir diesen Anlauf nochmal knapp über diesem Tief. Das heißt, hier unten lagen wieder Limits. So, weiter hoch heißt, wenn dieser Bereich hier bricht. Ups, da ruft jemand an, Thorsten. Hoppala. Geht's erstmal zur Sache. Live halt, ne? Sorry. Soll passieren. War jetzt keine dramatische Melodie. Hast du eine lustige Musik? So viel steht schon mal fest, du Scherzkeks. Also, wir haben hier diesen Bereich, habe ich gesagt, zwischen 61,8 und 66. Das ist der Lieblingsbereich, den die Amis und die Europäer nutzen. So, da ist er nun mit Schmackes vorhin durchgeschossen. Und als er heruntergelaufen ist in diesem Bereich, habe ich meine Short Order gelöscht, habe die geschlossen und habe damit eine Long Order aufgemacht, damit er Bewegung A, die er hier gemacht hat, ist eben so, wenn man mit Euro Pro nichts zu holen hat, ne, B oben drauf legt, dann landen wir wo? Da landen wir genau in diesem Bereich, da wo mein Limit liegt, da landen wir genau bei 12.830. Er braucht nur diese Bewegung jetzt fortzusetzen und die nach oben durchzuziehen.
Und da die im ersten Anlauf nicht gemacht hat, so arbeite ich, ob das nun fachlich richtig ist, darüber will ich hier gar nicht streiten. Ich arbeite so, wie ich das will. Und wenn ich nicht arbeiten will, dann arbeite ich nicht. So. Dann fängt die Bewegung nämlich erst hier an zu laufen. Und dann landen wir exakt an der 141,4. Schreibt euch die Marke einfach mal auf 12.833. Und dann könnt ihr überlegen, ob ihr gleicht das mal ab. Und dann könnt ihr hinterher nach der Aufzeichnung einfach mal gucken, ob die Marke angelaufen wurde oder nicht. Ob wir das heute noch erleben oder nicht, weiß man nicht. Günther hat gerade reingeschrieben, Fisch an der Angel, das ist vollkommen recht. Mein Kumpel hat mir gerade geschrieben, er hat da draußen Heilbutt im Drill, ob ich ihm helfen kann. Deswegen hat er mir jetzt eine SMS geschickt und hat angerufen, der hätte wahrscheinlich vergessen, dass ich Webinar habe. Mal sehen, was ich wegen euch auf alles verzichte. So, die Long-Position, das ist immer die erste Frage, wo liegt der Stop? Die Leute fragen nämlich immer, wo ich meine Stops hinlege, damit sie ihre Stops auch da hinlegen können, finde ich mir witzig. Der Einstieg ist hier bei 71 und meine Stop-Order liegt hier unten bei 59. Ich will ungern immer einen Stop über 13 Punkte eingehen. Wir haben hier 12 Punkte. 12 Punkte Stop und wir haben von der 71 bis zur 33 haben wir 60 Punkte, CRV 5:1, passt. So. Immerhin, so groß kann der Hollywood nicht sein, er hat in der SMS nur geschrieben Hollywood. wenn er Zeit hat, noch eine SMS nebenbei zu schreiben, kann das nicht so ein Riesenkalpe sein, kann er alleine mit fertig werden. So. Ich arbeite nie mit SL, weil ich dann eine Position auch splitten kann. Ist so eine Angewohnheit von mir. Wenn ich jetzt ein SL hinlege, fliegt die ganze Position raus. Ich könnte ja durchaus sagen, okay, ich splitte die und rechne damit, dass wir hier noch ein nachlaufendes Tief. Wir haben vorhin von einem nachlaufenden Hoch gesprochen. Jetzt könnte ich ja genauso gut von einem nachlaufenden Tief sprechen. Das heißt, ich könnte jetzt 10 Dachse hier unten direkt darunter absichern und 10 Dachse noch ein Stück weiter tiefer. Somit kann ich eine Position splitten. Wenn ich hier 20 Dachse drin habe und ich arbeite mit einem Stop-Loss, sind alle 20 an einem Punkt abgesichert. Das will ich aber ungern. Und dadurch ist da mal eine Gewohnheit entstanden, die ich auch grundsätzlich so fortsetze. Es sei denn, ich bin absolut nicht in der Nähe, ich kann weder auf meine Cloud oder sonst irgendwas zugreifen, dann setze ich auch schon mal ein SL oder ein Take Profit, wenn ich keinen Zugriff auf die Technik in irgendeiner Form habe. Also Zünglein an der Waage für mich heute Nachmittag im DAX ist dieser Bereich hier. Meinst du, da schießt du noch hoch? Es ist nicht auszuschließen. Diese Bewegung sollte dupliziert werden. Es ist die erste Bewegung heute. Die sollte als zweite Bewegung auch dupliziert werden. Das zweite ist, wenn ich mir das Spiel angucke, da, wo haben wir es? Was ja auch witzig ist, solange du das raussuchst, der DAX hat eine durchschnittliche Value in den letzten 10 Tagen von 115 Punkten. Aktuell hat er 83 gemacht und das Tageshoch heute technisch, theoretisch, statistisch ist 12.830. Also 3 Punkte an deinem eigentlichen Ziel dran. Könnte klappen, Thorsten. Good luck. Ja. Mein Ziel ist es weiterhin, was das hier unterstreicht, wenn er hier bei der 12.824, dieses Dreifachtop hier drüber liegen von den Shorties, von den längerfristigen Shorties, die hier runterlaufen, da liegen immer noch die Stops. Wenn die geholt werden, ist es durchaus realistisch, dass er da hochgeht und diese Kombination aus den Stops, die da oben liegen und der Nummer, dass er diese Bewegung nach oben dupliziert, spricht alles dafür, dass er mit einem Spike da hochlatschen kann. Wenn nicht, dann nicht, dann habe ich 12 Punkte riskiert, dann habe ich ihm 12 Punkte verloren. Aber wir sind auch mit einer Position von 12.840 gekommen und haben die heute Morgen hier in diesem Rücklauf mit 80 und mit 90 Punkten, stimmt gar nicht, mit 100 Punkten, mit glatt 2.000 Dollar haben wir die geschlossen. Deswegen kann ich diese 20 mit 12 Punkten, also die 240 Dollar kann ich locker riskieren. Hier oben liegt
nicht nur die Limit für den Ausstieg für die Long, sondern hier oben habe ich in der Cloud, in meiner Cloud, auf meinem Server, auch eine Short Limit liegen mit weiteren 20 DAXen. Das heißt, ich werde diese Position hier oben drehen. Ich werde hier aussteigen. Diese Long-Position werde ich hier oben rausschmeißen, werde die Position drehen und werde die zurücklaufen lassen. Minimum bis dahin, sobald das Ding hier oben wirklich rausfliegt und die Position die ersten Short-Kerzen zeigt, wird mein Stop aggressiv für die Short-Position wieder in den Gewinn gezogen, bleibt glatt im Gewinn liegen und dann ohne Take-Profit lasse ich das Ding fallen. Meine Ansichtsweise. Ich will jetzt nicht zu viel darüber philosophieren, warum, wieso, weswegen. Ich glaube, meine Denkweise ist ein bisschen nachvollziehbar, oder? Durchaus. Durchaus. Du hast es mal schön untermauert und wie gesagt, statistisch, da hast du jetzt überhaupt nicht das Auge für oder gar nicht gehabt, passt das komplett mit deinem Ziellevel zusammen. Und das Interessante ist auch, dass man da immer so gewisse, ich sag mal, Knoten, Sammelpunkte, Cluster findet, die dann alle irgendwo auf dasselbe Ziel hinauslaufen. Und ich meine, wir Trader haben ja immer unterschiedliche Ansätze und richtungsweisende Punkte und Unterstützung oder Widerstandsniveaus. Aber wenn sich das alles an einem bestimmten Level summiert, ist die Wahrscheinlichkeit dessen, dass es wohl erreicht wird, natürlich um einiges höher. Insoweit sehr gute Warum Erklärung. Ist es um einiges höher? Die Wahrscheinlichkeit, dass es auch stattfindet, dass es auch tatsächlich erreicht, abgeholt wird, etc. etc. Ja. Klar, die Börse legt da den Kurs fest, wo das größte Volumen gehandelt wird. Exakt. Und je mehr diese Setups, egal ob statistisch oder sonst irgendwas sehen, hier kommen einfach viele Händlergruppen zueinander. Hier genau in diesem Bereich, da treffen alle Händlergruppen aufeinander, die irgendwas, die ABCD-Händler, hier die A, Bewegung A, B, dann kommt hier die C, die treffen da oben auf ihr Ziel. Die Fibonacci-Händler, die hier den Bruch gehandelt haben, treffen da oben auf ihr Ziel. Von den anderen hier drüben werden hier oben die Stops geholt. Ich erwische da oben drei Händlergruppen. Wenn drei Händlergruppen dort oben ihre Order hinpacken, dann muss dort was nicht nur was passieren, sondern dann muss das auch da oben ziehen. Guckst du eigentlich genau in irgendeiner Art und Weise auch auf den Future oder interessiert dich dann jetzt hier nur der DAX CFD als nee. Nee. Future ist böse. Future beißt. Im Future habe ich vor Jahren innerhalb von 2 Wochen mal 13.000 Konten gekillt und seitdem mögen wir uns nicht. Oh. Also du hast jetzt den 24 Cash bei uns drin, oder? Den 24-Stunden-DAX. Ja. Ja, weil immer viele Leute auch Probleme haben. Oder vorhin kam auch die Frage, wann kommt der Eurex-DAX oder der Xetra-DAX oder hin und her. Da machst du überhaupt keine Welle draus. Du handelst den 24-Stunden-DAX mit dem fixen Spread an der Hauptsession und da bist du auch völlig zufrieden. Das ist eine vernünftige Einstellung. Und du handelst halt das, was du hier auch aktuell am Chart siehst. Ne? Ich kann euch sagen, warum ich damit so zufrieden bin. Bitte. Weil ich hab nämlich über Nacht auch Kurse, auch wenn die immer definiert wird, sind ja Fantasiekurse, weil die werden ja nach irgendwelchen Formeln, nach einem Dow und so weiter, werden die ja berechnet. Aber es ist mir doch scheißegal, wonach die berechnet werden. Ist mir doch völlig Latte. Ob die den DAX hier, den Future DAX, auch richtig berechnen, weiß man ja auch nicht. Ich weiß gar nichts. Ich handle hier nur nach den Zahlen und ich habe hier den Vorteil, ich kann meine Position über Nacht laufen lassen und kann sie wenigstens absichern. Auch wenn ich einen Stop von 8 Punkten habe, wenn so eine Position, so wie die wir heute Morgen hatten, die war 120 Punkte vorne. Wenn die 120 Punkte vorne ist, dann gebe ich eben so eine Position, so einem Stop 8 Punkte oder 10 Punkte mehr Luft. Aber ich bin abgesichert und ich kann nachts ruhig schlafen. Ich kann mich nachts ganz entspannt um meine Freundin kümmern oder um meine Frau kümmern oder sonst irgendwas. Und habe nicht die ganze Zeit irgendwelche Kerzen im Kopf und habe Schiss, morgens aufzuwachen, weil vielleicht mein Konto gecrashed ist. Weil ich einen riesen Gap habe, was ich nicht eingeplant habe. Mhm. Das ist für mich ausschlaggebend. Ich kann meinen Stop setzen und kann die Position über Nacht ganz entspannt durchlaufen lassen. Ich bin kein Future-Händler. Mhm. Dazu kommt, ich habe, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich habe auch schon Positionen gehandelt, nicht bei JFD, bei einem anderen Broker. Ich glaube, den hatten wir heute Morgen schon mal auf dem Deckel, ich sage hier aber keinen Namen, der seine CFDs am Future orientiert. Ich zahle da pro Kontrakt, da reden wir ja von Kontrakten, pro Kontrakt mit 25 Euro Punktwert zahle ich 47 Euro, zahle ich da Spread und Commission. 47 Euro für einen Kontrakt. Warum?
Ja, das ist auch ein Riesenvorteil für den CFD-Handel. Wir hatten neulich einen Workshop dazu, ich und der Jens Glatt eben bei uns bei JFD, weil viele Leute sich immer echauffierten, warum ist der Xetra-Preis nicht genauso wie unser Preis oder nicht genauso wie der Future? Wie gesagt, das haben wir thematisiert über anderthalb Stunden, warum und wieso das so ist. Letztlich muss man natürlich auch wissen, dass der Future-Markt auch seine Kosten hat. Exakt hat auch eine Nachschusspflicht und letztlich handelt man mit dem CFD viel detaillierter, kleinere, auch mit dem Mini, mit unseren CFD-Minis im Cent-Bereich. Das heißt, du hast also Möglichkeiten, wirklich im kleinen Dezimalstellenbereich Risk- und Money-Management zu betreiben. Das hast du beim Future eben überhaupt nicht. Ja? Da sprechen wir über ganz andere Handelsgrößen und das sollte man natürlich immer berücksichtigen, wenn man eben meint, der Future-Handel wäre um so viel besser. Der CFD ist genau der Zugang, den hier die Marktteilnehmer auch nutzen können, um dann eben auch ohne riesengroße Summen am Markt dabei zu sein, so wie das du das ist, jetzt hier praktisch auch. Das ist der Zugang, den wir, ich sage ganz bewusst wir, den wir brauchen. Exakt. Wir sind nicht diese High Roller. Also ich und meine Community, ich sage das jetzt mal so frech, wir betreuen eine Community von 1000 Leuten. Wir haben jetzt ein bisschen Luft, ein bisschen Zeit und ich nutze die paar Minuten einfach mal ein bisschen was zu uns zu erzählen. Klar. Wir sind eine Community von über 1000 Leuten. Wir betreuen 1000 Kunden. Ich bin kein Guru, kein Coach oder sonst irgendwelcher Quatsch oder sonst irgendwas. Ich bin genauso ein Händler wie jeder andere auch. Ich habe genauso meine Stärken, ich habe aber auch genauso meine Schwächen. Ich mache genauso morsige Knie krumm beim Kacken wie jeder andere auch. Ich bin ein stinknormaler Mensch wie jeder andere. Das Einzige, was uns unterscheidet, dass ich eine Viertelmillion im Markt gelassen habe und einen Haufen Nerven. Was mir aber den Vorteil bringt, dass ich damit eine Menge Erfahrung gesammelt habe. Sehr, sehr viel Erfahrung. Und genau. Die geben wir lieben gerne weiter. Wir sind nicht diese High-Roller. Wer mich kennt, weiß, meine Konten bewegen sich zwischen 2.500 und 10.000 Euro. Nicht größer. Ich will auch nicht mehr. Und ich brauche doch nicht darüber nachzudenken, im Future-Markt irgendwie mitzumischen. Wenn ich ein Konto von 2.500 irgendwie oder von 3.000, von 4.000 habe, was will ich denn da? Und ich will es doch auch gar nicht. Ich bin aus der Nummer raus, wo ich der Meinung bin, ich muss die Millionen hier verdienen. Das wird mir nicht gelingen. Wenn ich mir am Tag hier 250, 300 Euro, vielleicht 400 Euro rausziehe, ist das eine Saukohle. Ja, allerdings. Und machen wir mal eine ganz einfache Rechnung. Machen wir eine ganz einfache Rechnung. Ich habe das auf den IB-Days schon mal gemacht. Da habe ich dafür Haue gekriegt, ohne Ende. Nehmen wir mal ein 10.000er Konto. Ich fahre ein Risiko von 2%. Eine ganz einfache Rechnung. Risiko von 2% bei 10.000 Euro. 2% sind wie viel? Da hört es schon auf, ne? Ja. Sind 200 Euro. 200 Euro sind im Moment sind ungefähr 220 Dollar. $220. Ich arbeite mit 8 Punkten Stop. $220 durch 8 sind wie viel? Na, jetzt wird es gefragt, Thorsten. Ja. Hier schlafen mit und mitarbeiten, nicht zu Hause in der Nase popeln und linke Hand an der Kaffeetasse sagen, was will der jetzt? Ja, muss man immer wir wieder ein bisschen Reaktivierung herbeizogen. Ah, da sind sie, die Dezimalstellenrechner. Ja. 27,5, da sind die, die den Taschenrechner geparkt haben und Joachim hat geschätzt, aber im Schätzen ist er auch gut. So, das heißt 27,5, ich darf 27,5 Dollar pro Punkt verlieren bei 2% Risiko. 27,50 Dollar darf ich verlieren. Das heißt, ein 10.000 Euro Konto mit 8 Punkten Stop berechtigt mich, eine Position mit 2,7 Lot zu handeln. Ich runde das jetzt einfach mal, weil ich im Kopfrechnen auch schwach bin. So, Kopfrechnen schwach, in der Tafel geht schon gar nicht. Das ist ja ehrlich. 30 Dollar... Mit drei Lot bin ich unterwegs. Was haben wir heute Morgen an Punkten gemacht? Wer hat das mitgerechnet? Du sprichst jetzt vom DAX oder vom Euro-Dollar? Vom Euro-Dollar. Wir haben heute Morgen die Pips, die wir heute Morgen gemacht haben, waren insgesamt mit allen Positionen zusammengefasst, waren es genau 18. Ich gehe mal ein Stück tiefer und sage, mein Mindestziel sind 12 Punkte. Die 12 Punkte zu machen, haben wir heute Morgen, glaube ich, auch genug bewiesen, sind nicht das Problem, wenn man sein Regelwerk beherrscht. 30 Dollar, also drei Standardlot mal 12 Punkte sind $360. Wenn ich $360 am Tag mache, dann mache ich das nur 3 Tage die Woche. Die anderen beiden können mir die Nüsse schaukeln. 3 Tage die Woche, 3 mal 360 habe ich 1.000er die Woche. Und wir haben das heute Morgen gemacht. Wir haben 8:45 gestartet und waren 9:45 mit dem Thema durch. Und wer damit nicht zufrieden ist, wenn er morgens in anderthalb Stunden irgendwie 300, $400 verdient, der tut mir leid. Der soll sich mal draußen in der freien Wirtschaft so einen Job suchen, wo er das verdienen kann. Diese Scheißgier, diese verdammte Gier, wo man einfach den Hals nicht voll kriegen kann, das ist nämlich genau das, was die Leute
die Existenz kostet. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe die Nummer hinter mir. Exakt. Mit allem drum und dran. Wer? Thorsten, Thorsten. Als kleinen Tipp. Mhm. Ja? Nee, den Tipp musst du noch raushauen. Lass hören. Als kleinen Tipp. Wir haben, ich glaube, im September 2012 oder 2013, ich glaube 2013, kann man gucken, es gibt in unserem YouTube-Kanal gibt es ein Tagesseminar in Lübeck. Googelt mal, geht mal in meinen YouTube-Kanal, geht mal und sucht da mal nach Lübeck. Da ist ein Tagesseminar drin. Da könnt ihr meine ganze Vita nachvollziehen. Dann seht ihr, wie ich die 250.000, die Viertelmillion verloren habe. Warum, wieso, weswegen und was davon, was da alles passiert ist. Was mir alles passiert ist, was ich alles durchlebt habe. Das führt übrigens dann im Umkehrschluss dann auch mittelfristig dazu, dass du auch zu uns gekommen bist als Broker, ne? Im Laufe der Erfahrung. Kommt drauf an, wer zu wem gekommen ist. Ja. Wir haben uns in der Mitte getroffen. Aber letztlich ist es ja genau so, dass wir da uns tatsächlich gefunden haben. Und grundsätzlich jetzt hier nochmal Hasan, ganz kurz, vorherige Session ist aufgezeichnet, findest du bei uns im YouTube-Channel von JFD und Thorsten hat es auch schon hochgeladen auf seiner Seite. Insofern alles sicher nachvollziehbar. Ist jetzt irgendwann weggeflogen? Der Mitarbeiter, okay. Meinst du? Bei den Chris kann ich nicht mehr hören. Weiß nicht warum, aber... Doch, Ton ist noch da. Wir hatten von uns die mobile Internetverbindung hier. Ich denke es mir auch gerade. Aber Ton war jetzt da. Hat die Sprache zerschlagen. Ja, genau. Aber jetzt bin ich wieder da. Du hörst mich. Jo, alles gut. Also, nur mal so viel dazu. Und wer da ein bisschen mehr lernen will oder ein bisschen mehr erfahren will, wir laden euch ein. Chris hat euch auch den Link vor einer Weile zur Verfügung gestellt. Wir sind gerade auf Wohnmobiltour für 5 Monate und wir zeigen von unterwegs 2-3 Mal die Woche, wie wir handeln, welche Positionen wir handeln. Wir führen dafür einen eigenen Blog. Ich sehe, Ralf ist gerade da, der kann ja mal die Links für unsere Homepage, unsere E-Mail-Adresse und den Link für unseren Reiseblog hier mal reinstellen. Da könnt ihr gucken, was wir machen, könnt verfolgen, wie wir handeln mit allem drum und dran, was wir tun. Wir reden nicht, wir machen und alles, was wir machen, machen wir live. Alles, wer mich kennt, weiß ganz genau, ich habe nicht mal ein Demokonto. Im Moment habe ich kein aktives Demokonto. Alles, was ich handle, alles, was hier ist, ist live. Das heißt, auch die Position, die inzwischen 160 Euro vorne ist hier, die ist live. Diese Position hier im Euro, die hier drin ist, die ist im Moment 1112 vorne, die ist live. Das Demokonto überlassen wir denen, die das präsentieren müssen, das ist voll verständlich. Und wir überlassen das denen, die nicht die Eier in der Hose haben, live zu handeln, weil sie Schiss haben und nur davon erzählen, aber dass man an der Börse Geld verdient. Richtig, Thorsten, sehr, sehr guter Punkt. Aber du darfst doch nicht vergessen, viele Einsteiger brauchen natürlich auch, sage ich mal, eine Demo-Zeit, um sich A mit der Plattform auszukennen. Und dann brauchen sie im Prinzip ja auch ein Setup, weil sie teilweise erst entwickeln, schulen müssen, trainieren müssen, mit der Plattform klarkommen. Insofern ist Demo natürlich eine tolle Sache. Aber ich gebe dir völlig recht. Ich selbst hatte in meinem Leben auch sehr, sehr wenig Demo-Kontos, weil es ja emotional ein ganz anderer Umgang mit dem Geld ist, mit der Trading-Psychologie, wenn du dann eben jetzt wirklich live am Markt bist oder nur Demo, das sind Quantensprünge, das kann man so gar nicht vergleichen. Insofern ist das schon Gold richtig, was du sagst, dass man da mit zweierlei Maß messen muss, aber grundsätzlich sind Demo nicht verkehrt und dann kommt noch dazu, dass wir auch unbegrenzte Demos haben. Ja? Es gibt Broker, die limitieren ihre Demos auf 30 Tage irgendwie und dann musst du ein Live-Konto eröffnen, das ist bei uns völlig anders. Das heißt, du kannst, wer es denn mag, grenzenlosen Demokonto handeln. Das macht natürlich unter Zeitnutzung und Investitionspunkten wenig Sinn, aber zum Trainieren und Üben natürlich hervorragend geeignet. So, jetzt mache ich mir einen nächsten Freund. Zum Trainieren und Üben, aber nicht sauer sein jetzt. Nee. Zum Trainieren und Üben, die Plattform kennenzulernen, ist es vollkommen richtig. Dafür ist ein Demo da, aber auch nur dafür. Tut euch selber einen Gefallen, eine Plattform kennenzulernen. Ich sage mal, was mache ich mit der linken Maustaste, was mache ich mit der rechten Maustaste? Wie setze ich eine Position, wie schließe ich eine Position? Wie ziehe ich einen Stop nach, wie splitte ich eine Position, wie ist eine Teilschließung und, und. Was mache ich mit links, was mache ich mit rechts? Um diese ganzen Funktionen in der Plattform kennenzulernen, dafür ist ein Demo da, vollkommen richtig. Exakt. Um eine Strategie kennenzulernen, glaubt mir eins, egal ob das meine ist oder eine andere, eine Handelsstrategie kennenzulernen, ist im Demo falsch. Warum?
Ihr werdet im Demo alles falsch machen, was ihr nur falsch machen könnt. Stops wegziehen, Stops löschen, allen möglichen Scheiß, alles, was irgendwie nur geht. Ihr werdet den Stop rausnehmen. Als Beispiel, ihr nehmt den Stop raus, die Position läuft in den Gewinn, ihr schließt die Position im Gewinn und seid der Meinung, es war richtig, was ihr gemacht habt. Und das setzt sich im Stammhirn, ganz, ganz hinten setzt sich das fest. Und dann seid ihr im Live mit 10.000 Konten und sagt, Stop ist was für Mädchen, brauchen wir nicht, habe ich ja gestern gezeigt, ist ja richtig. Geld verdiene ich nur dann, wenn ich keinen Stop im Markt habe. Und dann geht das Ding in die Hose und kriege ich auf die Fresse. Nehmt euch ein Live-Konto, kleine Position mit einem Minilot, mit einem CFD oder sonst irgendwas. Ihr müsst ein Gespür dafür entwickeln, wie das ist, Geld zu verlieren, wie schön das ist, Geld zu verdienen. Und ihr müsst ein Gespür dafür kriegen oder euch mental daran gewöhnen, wie geht euer Körper, wie geht euer Kopf, wie gehen eure Achselhöhlen damit um, wenn ihr vorne und wenn ihr hinten seid. Und erst danach könnt ihr eine Entscheidung treffen, wollt ihr Händler werden oder wollt ihr kein Händler werden. Weil das ist viel wichtiger, als den ganzen Kram, bunte Linien, bunte Kerzen oder sowas zu begreifen. Viel wichtiger ist, euch selber kennenzulernen. Es gibt keinen geileren Job, als Börsenhändler oder Trader zu werden, um sich selber kennenzulernen. Ist meine persönliche Auffassung. Muss ja nicht richtig sein, kann ja ein Broker widersprechen, auch weil das rechtlich muss. Genau, es gibt, ist wie Sex, es gibt keinen Demo-Sex, genau, richtig. Na doch, Beate Use, kannst die Dinge aufblasen. Ja, macht aber bei Weiben wahrscheinlich, ich kann es nicht sagen, weil ich es nicht weiß, aber macht mit Sicherheit keinen Spaß. aber grundsätzlich gesagt ist Demo, wie gesagt, vollkommen richtig, wie du das sagst. Und ich meine, den Risk-Disclaimer, also dass man hier sozusagen nicht aufgerufen wird zum Nachhandeln, sondern jeder auf eigenes Risiko handelt, das versteht sich bei so einem Live-Event selber. Ich kann es gerne auch nochmal einblenden, aber das ist bei uns sozusagen eigentlich Uso, dass man hier auf eigenes Risiko handelt und hier nicht blindlings nachgeht. Das hat Thorsten in seinen Seminaren, Webinaren ja auch immer zugange. Also da ist jeder selbst verantwortlich und natürlich kann jeder tun und lassen, was er will, wenn er hier Live-Seminare macht. Ja, viele trauen sich es nicht zu, live zu handeln. Ja, die meisten machen es eben dann nur auf Demo. Ist auch ein psychologischer Grund, kann ich auch nachvollziehen, wer es denn nicht mag. Insofern ist da jeder frei, aber es ist schon richtig so, dass wenn man es richtig lernen will, dann tatsächlich das am scharfen Markt tun sollte, aber dann eben auch mit dem sehr, sehr überschaubaren Risiko. Ja? Und wenn der Rinnsal in den Nacken fließt, ja, oder die Hände feucht werden bei einem Trade, dann weiß man, dass man hier irgendwas falsch gemacht hat. Dann ist die Positionsgröße zu groß, man ist dann emotional verheiratet mit so einem Trade, das darf alles nicht passieren. Ja? Ich meine, wenn Thorsten hier ausgestopft wird, dann ist es so, das schluckt er runter, weil im Grunde genommen ist das dann ein Trade von 1.000 im Jahr und das spielt überhaupt keine Rolle, ob das ein Gewinner oder Verlierer ist. Da muss man definitiv hinkommen und das muss man auch ganz klar sich bewusst machen. Ja? Um das immer mal wieder so. Also die Problematik, die ich sehe. Und eins könnt ihr mir glauben, auch wenn er sagt, vom Treten hat er vielleicht keine Ahnung oder so. Kann ich alles akzeptieren. Aber eins könnt ihr mir glauben, wenn man 1.000 Kunden betreut, dann guckt man auch in 1.000 Gesichter und guckt in 1.000 Konten. Und die meisten, die bei uns scheitern, die scheitern genau deswegen, weil sie das Live-Trading mit echtem Geld völlig unterschätzen, weil sie nämlich vorher im Demo rumgehackt haben. Die meisten scheitern in den ersten 3-4 Wochen, wenn sie im Live-Konto auf einmal unterwegs sind, weil das im Demo nämlich alles viel einfacher war. Da ist genau die Problematik. Deswegen nur der Hinweis. Wenn ihr es wollt, testet euren Körper erstmal. Muss nicht mehr sein, dass ihr unbedingt irgendwas verkehrt macht. Vielleicht passt ihr ja auch gar nicht zur Börse. Ich kenne Leute, die kommen aus dem Aktienhandel, die sind das gewohnt, eine Position 3 Jahre liegen zu lassen. Die können das gar nicht, eine Position hier an einem Tag 3-mal hin und her schieben. Das weiß man aber erst, wenn man es gemacht hat. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So, jetzt haben wir den Hinweis gekriegt, der DAO eröffnet. Zack, mal gucken, ob wir im DAO überhaupt ein Setup haben. Anscheinend nicht. Okay, war auch eventuell gar nicht zu erwarten, also Daueröffnung, Dau heute. Kein Euro Pro laden, bevor du das Setup suchst. Dau Pro. Haben wir eins? Habe ich nicht gehört, ist das der Ralf, oder? Der gerade gesprochen hat. Ja, hallo in die Runde. Hallo Ralf. Bitte einmal die Timeline wechseln, damit die Farben stimmen. Oh, was ein Gap, ne? Du handelst in New Yorker Session dann, wenn das ein Gap zu sehen ist, ne? So, und nun haben wir trotzdem kein Setup. Okay.
Ja, ich sag mal, ein Demokonto ist wie alkoholfreies Bier, ne? Und alkoholfreies Bier ist wie im BH auf der Wäscheleine. Das Beste ist raus. So. Also. Also, bleiben wir mal dabei. Wir werden das nämlich ähnlich halten wie heute früh. Ich habe heute Morgen mal die Zeit gemessen. Wir sind nämlich, also bei mir ist jedenfalls mit der Übertragung, bei der Übertragung, ich war heute Morgen nach 1 Stunde 48, war ich kurz an der Grenze von meinem Datenvolumen, bis meine Leitung gekappt wird, bei 1 Stunde 48. Nur mal so als Tipp, das kann passieren. Okay, Entschuldigung, Heidi, wollte nicht, ne? Entschuldigung. Meistens Ja. entschuldige ich mich vor den Webinaren Hast du ja heute Morgen schon, für hast du aber mein schon. Benehmen. Aber ich glaube, die Heidi versteht ein Späßle, aber das, wie gesagt, mit deiner Art, Thorsten, muss man klarkommen. Ansonsten, was du ansprichst, im Zweifel machst du mich sicherheitshalber zum Moderator dann wieder. Bildschirm kann ja bei dir bleiben, damit dann einfach für den Fall, dass die Leitung hier schmilzt, irgendwie das Webinar nicht akut abgebrochen wird. Aber was sagst du jetzt dazu? Schartechnisch gesehen, jetzt ein tieferes Tief im Vergleich zur letzten Low. Wie schätzt du jetzt Euro-Dollar ein? Genau umgekehrt. Ich habe vorhin gesagt, ich lauere da drauf, dass er hier oben einen Fehlausbruch macht und dann abschmiert. Jetzt kann das ganze Ding genau umgekehrt passieren, dass er, es sind immer solche Dreiecke, das ist meine Definition. Meine Definition, um das mal zu pauschalisieren, heißt für mich immer, der Ausbruch, der richtige Ausbruch erfolgt in der Regel in Richtung des längeren Schenkels. Der längere Schenkel ist da, der kürzere ist hier. Demnach könnte es genauso gut umgekehrt sein. Ich habe vorhin gesagt, ich laufe auf den Fehlausbruch nach oben und den richtigen Ausbruch nach unten. Wenn sich das hier jetzt als Fake erweist, hier unten, dann ist das hier der Fehlausbruch und dann können wir auch genauso gut nochmal nach oben marschieren. Dann wird das Dreieck andersrum aufgelöst. Ist mir egal, weil das Einzige, was da passiert, dass meine Limit hier oben nicht mehr geholt wird. Die andere Position ist ja gut unterwegs. Die andere Position ist hier eben inzwischen. Bup, ich kann es gar nicht sehen. Da, Brille aufsetzen, Thorsten. 1155. Wie bitte? Brille aufsetzen, Thorsten. Ja, weiße Zahlen, weißer Adler auf weißem Grund. Die ist 1155 Euro vorne. Was will ich mehr? Deswegen ist mir es egal. Ich hätte sie hier nur gerne aufgestockt, wenn der Rücklauf kommt. Wenn der jetzt hier unten rausgeht, ohne hier oben den Fehlausbruch zu machen, dann bin ich ja trotzdem mit der Position dabei. Deswegen brauche ich mir wenig Gedanken machen. Gedanken machen müssen sich ja die anderen. So, gucken wir uns den mal an. Der hier läuft mir inzwischen viel besser. Der soll jetzt mal ein bisschen Gas geben hier, der Junge. Weil dem würde ich nämlich viel lieber. Wer ist denn bei den DAX-Positionen oder bei der Euro-Position dabei? Wer hat die denn frecherweise einfach mitgehandelt, ohne für das Webinar bezahlt zu haben hier? Ich Ja, meine, ich muss ja wissen, wem ich meine Kontonummer schicken muss. den Risk-Disclaimer am Anfang hast du aber, glaube ich, nicht gezeigt, Thorsten, ne? Also ich meine, dass man hier auf eigenes Risiko geht, aber wir haben es ja angesprochen. Ihr dürft gar nicht mithandeln. Siehst du, da haben wir So, es wieder. macht die Position zu. Okay. Also, wir müssen damit rechnen, hier. Guckt euch diese Hochs an. Ich habe gesagt, ich lauere auf ein nachlaufendes Hoch. Das nachlaufende Hoch über diesem Doppeltop von heute früh haben wir jetzt gehabt. Da. Das könnte gefährlich werden. Auf der anderen Seite ist das hier das Hoch von heute früh, Punkt 8. Da drüber sollten wir nochmal spiken. Wenn er da oben drüber geht, über dieses Hoch hier. Zack. Bob. Darüber, wenn er da drüber spiken sollte, geht mein Stop auf jeden Fall in den Gewinn. So lange bleibt mein Stop da unten bei 12 Punkten liegen. So. Jetzt wird sich hier die Spreu vom Weizen trennen. Jetzt muss er sich zeigen. Wenn er hier jetzt wieder zurückgeht, diese Linie nimmt, wenn die mit dem Schlusskurs nimmt, würde ich überlegen, eventuell meine Short-Position sogar glatt zu stellen. Dann haben wir wesentlich 1000 im Sack.
Das langt für nächste Woche schon, weil nächste Woche will ich angeln. Wenn er jetzt hier gegenläuft, nur gegen diese Linie, dagegen, und die bestätigt, dann würde ich dort die Position sogar aufstocken. Und wir können mal gucken, ob sich hier nach Euro Pro was ergibt. So richtig nicht, solange der Dümpel, der schaukelt sich hier so Stück für Stück nach unten. Das gefällt mir nach Euro Pro gar nicht. Aber wir wollen ja live handeln. Und wenn ihr live handeln angesagt, wollen die Leute ja immer, dass der Macker, der da vorne sitzt und blödes Zeug labert, dass der auch drückt. Ja, aber da solltest du dich ja nicht verleiten lassen. Ja. Ich bin Mitte 50, ich lasse mich gar nicht mehr verleiten. Außer von dem schwachen Geschlecht. Ha. Und von Tieren. Hunde sind was Liebes. So, hier genau das Gleiche. Die Bestätigung würde ich abwarten bis zur 57. Würde hier genau das Gleiche machen. Wir wechseln mal in den 1-Minuten-Chart. Da kann man das dann vielleicht auch ein bisschen besser darstellen. Zack. Zack, die Bohne. Da. Dahin. So. Und da wollen wir hin. Jetzt gucken wir uns die Linie an. Da. Haben wir noch einmal eine Minute? Nee, ne? So. Jetzt lassen wir den hier laufen. Und hier in dem Fall, wir sehen diese Linie, die die Tiefs hier nimmt. In diesem Fall gegen Euro Pro und so. Ich glaube, Euro Pro haben wir zur Genüge erklärt, oder? Wie wir damit arbeiten. Ja, hast du ausreichend gemacht. Aber frag ruhig mal die Kunden. Ansonsten, ansonsten sollen sie einfach schreien oder sollen sich einfach mal zu unserem Sommerpaket anmelden, sollen uns ein bisschen begleiten können, sonst Löcher im Bauch fragen. In diesem Fall, wenn ich so ein Dreieck handle, so wie hier, was wir nun gerade tun, würde ich jetzt hier oben eine Short Limit hinlegen. Zack. Und zu dieser Short Limit würde ich nicht lange fackeln, da oben gleich eine Order dazu. Und zwar würde ich diese als Limit Pullback, soll er die hochschieben, zack, sicherheitshalber, dahin. Sind wir bei 6 Punkten, wenn er die Limit holt, als Limit Pullback, die lasse ich jetzt auch bei einem Punkt, weil die soll er dann relativ schnell greifen. Wenn er die holt, dann haben wir die Bestätigung hier von der Linie durch und dann soll er gefälligst weiter fallen. Ich suche mir immer Punkte zum Pyramidisieren. Habt ihr vielleicht heute Morgen schon gemerkt. Ich sehe immer zu, so viel wie möglich irgendwie da drauf zu nageln, um die Position nachher unten so groß wie möglich zu haben. Wenn ich jetzt mal ein bisschen ruhiger werden sollte, dann nicht komisch denken. Ich bin dann nur etwas konzentriert. Ja, das sollte man ja auch zwischendurch sein, Thorsten, ne? Nee, ich bin noch nicht raus. Meine DAX-Position lasse ich laufen. So. Oh, der Euro macht mir zu schärfen. Also hier im übergeordneten Chart, im Stundenchart haben wir die Short-Position immer noch laufen. Wie man sieht, da, und die ist im Moment 1177 Euro vorne, deswegen bin ich hier auch mit der Position hier völlig entspannt.
dann wird der Fake oben wegfallen und dann ist das hier an Bestätigung wahrscheinlich schon genug, wenn er jetzt ein neues Tief macht. Bob 56 bis 58, das Ding um 2 Punkte verfehlt. Aber ich will es nicht anders haben. Na, ich muss noch mal kurz eingrätschen hier. Also ich muss ehrlich sagen, Euro-US-Dollar hat es ja geschafft, sich mittlerweile 25 Pips zu bewegen. Also 2 Pips mehr als noch vor 2 Stunden oder 1,5 Stunden. Das ist natürlich schon erstaunlich niedrige Volatilität, in der du auch hier rumskalpst sozusagen. Das ist schon beeindruckend, weil wie gesagt, normalerweise macht er seine 25 Pips bei starken Bewegungen auch innerhalb von 1 Minute komplett. Ja, dafür hat er jetzt mittlerweile schon 15 Stunden gebraucht. Das ist schon eine Hausnummer. Ja. Kann man die beiden gleitenden Durchschnitte erläutern? Nee, kann man nicht, weil es nicht nur gleitende Durchschnitte sind, sondern es sind verschiedene Werte, die dort einfließen. Nicht nur aus gleitenden Durchschnitten, auch nicht nur aus EMAs, sondern aus SMAs und Modified. Und zweitens werden die Punkte am laufenden Band von uns getestet und auch angeglichen. Wisst ihr, ich bin immer begeistert, von habe ich heute Morgen schon mal gesagt, die Leute sagen mir, ja, was steckt denn da drin? Keiner fragt, wie wende ich denn das an? Die fragen immer, was steckt denn da drin? Was hast du da drin versteckt? Was hast du da eingebaut? Anstatt mal zu fragen, ey, wie wende ich das an? Wie wende ich das richtig an? Hilf mir mal, das Regelwerk irgendwie anzuwenden. Diese Frage kann ich verstehen, aber was steckt denn da drin? Wenn sie es dann haben, sich vielleicht irgendwo hinter unserem Rücken in irgendeinem Forum besorgt oder sonst irgendwas, dann wird es geknackt, dann wird alles aufgeschrieben, alles auseinandergepflückt, um ja zu wissen, au, ich will auch wissen, was da drin ist. Und dabei, wie heißt es immer so schön, wenn man sowas knackt, was hat man denn davon? Das heißt immer so schön, wenn jemand eine Katze auseinandernimmt, um zu sehen, wie eine Katze funktioniert, hat er als erstes eine nicht mehr funktionierende Katze. Oh. Volle Zustimmung. So ist es und genauso ist es hier auch. Die Leute wollen immer wissen, was man irgendwie für eine Indikatoren verwendet oder sonst irgendwas. Das ist sowas von egal. Es gibt auf diesem Markt gibt es 250.000 funktionierende Regelwerke, aber jedes Regelwerk funktioniert nur für sich und für mich funktioniert nur meins. Was könnt ihr mir glauben? Nachdem man eine 250.000 im Markt verknallt hat, kommt man auf den Boden der Realität zurück und dann sucht man sein Regelwerk. Und den Weg zu sich, zu seinem Regelwerk, den muss man einfach finden. Ich habe ihn gefunden. Ich bin damit happy, ich bin damit glücklich und ich glaube, der Großteil meiner Kunden oder unserer Kunden auch. Auf die Frage warte ich schon lange. Sagt, brauchst du denn die Indikatoren noch? Nein, ich brauche die Indikatoren für mich gar nicht mehr, nur noch zum Disziplinieren. Wenn irgendwo was gegen mich spricht oder irgendeine Farbe gegen mich springt, dann weiß ich, dass ich da raus muss. Der Markus hat es vorgemacht. Wenn einer hier von meinen Kunden unzufrieden ist, kann das gerne reinschreiben. Wenn einer zufrieden ist, kann das ja auch gerne reinschreiben. Wie ist immer so schön, wenn wir... Wenn euch irgendwas gefallen hat, sagt es weiter. Wenn irgendwas scheiße war, dann sagt es uns. So. Jetzt hat es wahrscheinlich mein DAX erwischt. Jo. Ah, ich Idiot. Ich habe einen Fehler gemacht im DAX. Welchen Fehler habe ich gemacht? Ich halte mich raus. Da sind jetzt die Zuschauer gefragt. Ja, vor allen Dingen meine Zuschauer, die bei uns im Webinar in der Regel dabei sind, die sind gefragt. Was habe ich falsch gemacht? Was erzählen wir immer? Was erzählen wir immer? Was ist für die Amis ausschlaggebend? Was wird gerne als Sprungbrett benutzt? Den Trend habe ich nicht missachtet. Wir haben hier erst den Trendwechsel. Ich gebe ihm nach unten auch ein bisschen Luft. Das habe ich auch getan. Und damit bin ich auch rausgeflogen. 66er Fibo, nein. Genau. Wir haben unsere Emma vergessen. Da.
Hier haben wir die 200er Emma, die ich im 5 Minuten lieben gerne benutze und die nach einem Bruch, was er vorhin gemacht hat, nach oben ganz gerne nach unten bestätigt wird. Das heißt, ich war mit meinem Stop zu geizig. Richtig, Thorsten? Fein. Kriegst ein Bienchen ins Mutti-Heft. Ich war mit meinem Stop zu geizig. Ich habe hier nicht drauf geachtet. Ich hätte meinen Stop unter die 200er Emma setzen müssen. Das habe ich nicht getan. Ist aber auch nicht ganz so wild. Waren irgendwie $200. Wir haben ja heute Morgen gut vorgearbeitet. Ja, und verlieren ist Teil des Geschäfts. Das muss man natürlich auch akzeptieren. Ja. So, und die läuft bei 12,755. Und jetzt schauen wir mal, wenn er hier noch einen Peak dran macht, würde ich sogar die Short-Position wiederholen. Die Long-Position, sorry. Ich würde sogar die Long-Position wiederholen, obwohl dieses nachlaufende Hoch hier, habe ich vorhin noch gesagt, wir haben hier das nachlaufende Hoch, den Schlusskurs unter diesen Hoch ist auch nicht ganz ohne. Also, wenn ich mir hier jetzt eine Long-Position wiederholen würde, dann über dieser Kerze und bei 59, ich würde hier mit einem Stop von 10 Punkten reingehen. Also den Stop da drunter. Ja, die laufen bei der Wohler nicht so weit auseinander, ob nur EMA oder MA, nimmt sich nicht so viel. Da geht es nur um ein, zwei Punkte. Es ist ja auch nur eine Orientierung. Wir sehen ja auch, wie er hier dazwischendurch gebremst hat, bevor er durch ist. Zack, gebremst und hat dann erst Gas gegeben. So, in so einem Fall, wenn ich mir dann die Position wiederholen will, dann müsste ich mich jetzt über so eine Kerze einstoppen lassen und den Stop hier unten drunter. Mache ich aber auch nur, wenn das CRV passt. Dafür wird hier eventuell gleich mal ein Limit geholt. Das würde auch zusammenpassen. Jetzt gucken wir uns das Spiel mal an mit der Limit Pullback. Hoffentlich funktioniert das jetzt auch. Funktioniert natürlich nicht. Äußerst ärgerlich. Das war knapp, würde ich sagen. Aber abwarten, Geduld heißt es ja immer, ne? 1,1157,9 und das High 1,1157,7. Zwei Ticks. Manchmal kann das Leben hart sein, Thorsten. So. Diese Kerze läuft jetzt noch ein paar Sekunden und damit gucke ich mir die an und würde selbst da oben drüber wieder die nächste Position da reinpassen, um den Stop unten drunter zu packen. So, jetzt sehen wir ein typisches Verhalten von den letzten paar Sekunden von der 5-Minuten-Kerze. Wenn die sich so verhält, dass der so ein Gas nach unten gibt, ist die Wahrscheinlichkeit auch da, dass die nächste Kerze sogar noch weiter runter geht. Aber wir sind genau am Moving Average angekommen. Den nehme ich nur zur Hilfe. Bollinger Bänder benutze ich gar nicht. Ihr könnt mir eins glauben, ich werde zugeschmissen mit Indikatoren, was ich alles probieren soll. Nein, ich wehre mich dagegen, ich probiere nichts, weil ich bin mit dem, was ich habe, zufrieden. Ich bin mit dem Regelwerk, mit allem drum und dran bin ich zufrieden. Ich werde den Teufel tun, das zu ändern. Das will ich nicht. Wer mit Bollinger Bänder handeln will und damit sein Geld verdient, der ist da sehr gut aufgehoben. Der soll mit Bollinger Bänder handeln und sein Geld damit verdienen. Er soll um Gottes Willen Euro pro fernbleiben. Wenn aber einer Euro pro handeln will, dann soll er in Bollinger Bänder fernbleiben. Weil er den noch nicht erreicht hat. Helmut. Da fehlen noch ein paar Punkte. Willst du da den Cross direkt sehen, das Touchdown? Ah, guck mal jetzt. Guck mal hier, jetzt schiebt er mal eine Limit, die schiebt er jetzt mit hoch. Habt ihr das gesehen? Da, zack, 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 zack. Schön, schön. Und das sogar ohne News. Oder müssten wir mal gucken, was hier passiert. Ah. So, meine Order lag bei 57,9 und liegt jetzt bei 59,3. Das heißt, ich wurde jetzt schon positiv
59,9, 2 Punkte positiv geslippt. Habt ihr das gesehen? So funktioniert genau diese Nummer mit der Limit Pullback. Genau das. Hier unten lag die Oil, die hat das schön hochgeschoben und hat sie erst mitgenommen, als wieder zurückkam. So, ich bin jetzt rein bei 59,8 und bei 63,5 liegt der Stop für diese Teilorder. Das heißt, ich bin mit 3,5 Punkten bin ich, 3,5, 4 Punkten Stop bin ich jetzt dabei. Ich war vorher bei über 6 Punkten Stop, jetzt bin ich bei 3,5, 4 Punkten Stop. Genau das macht es aus. So, jetzt kann ich das Ding laufen lassen. Die vier Punkte nehme ich gerne. Den Stopp hat er jetzt unverändert gelassen, völlig legitim, dass er den Stopp da aber mit anpasst und für nach oben verschiebt, das ist so nicht angedacht, sozusagen, dass du das Ausgangsrisiko gleich lässt, nur einen günstigeren Einstieg wählst. Das ist nicht dann, so der Fall. Dann müsste ich habe ja hier keinen Stopp drin, das ist ja kein Stopp, sondern ist eine Buy-Stop, die kann er natürlich nicht anpassen, aber wenn ich jetzt mit Stop-Loss und Take-Profit gearbeitet hätte, dann hätte er den angepasst. Dann hätte ich einen Stop-Loss drin gehabt von 6 Punkten als Beispiel oder 7 Punkten und dann hätte er den logischerweise jetzt auf 66 gesetzt. Aber ich habe ja meine Buy-Stop ganz bewusst da oben drüber gesetzt, nämlich über dieses letzte Hoch, was er innerhalb von diesem Dreieck gemacht hat. Darüber soll denke ich auch sitzen. Und jetzt hat es damit, damit hat er jetzt automatisch mein Risiko auch reduziert. Ich bin 2 Punkte besser reingekommen und habe noch 2 Punkte weniger Risiko. So, und jetzt wäre es egal. Jetzt werde ich da dann auch nichts ändern. Weil entweder war das der Fake, dann ballert er oben durch. Mit den 4 Punkten mal 0,5 bin ich bei $20. Die andere Position ist 1089 vorne, dann wird es ihm $20 schlechter. Darauf kann ich verzichten, habe ich kein Problem mit. Diese Position lasse ich jetzt hier laufen. So. Der Junge, der eiert hier, genau, typisches Verhalten. Ganz typisches Verhalten. Meine Order bleibt da oben drüber liegen. Ich will, dass er die Hochs über diese Kerze mitnimmt. Eine Pending an den Average werde ich nicht legen. Ist überhaupt nicht meine Art, weil wenn er nämlich, guckt euch erstmal an, guck mal hier, heute Morgen. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt hier genau das gleiche Setup gehandelt. Der ist ja hier durch, hoch. Ich warte hier auf die Bestätigung. Jetzt habe ich hier eine Long Limit liegen. Jetzt lege ich hier eine Long Limit hin an den EMA bei 12,763. Und der geht runter bis 12,713. 15 Punkte. Kriege ich gleich direkt innerhalb von 3 Sekunden eine an die Backen. Direkt. Er soll mir zeigen, dass das Ding auch Widerstand leistet. Kratz mich, beiß mich, aber lass mich nicht halb fertig liegen. So, er muss diese letzte Kerze hier, die genau da gebremst hat, die soll er jetzt kaputt machen. Wir haben jetzt ein schönes Harami. Über diesem Harami könnte ich mich jetzt einstoppen lassen, nämlich genau da oben drüber. Guckt euch die Kerzenformationen an. Da. Seht ihr das? Da haben wir den Schlusskurs, da haben wir den Eröffnungskurs. Schönes, bullisches Harami. Diese Nummer nutze ich jetzt. Zack. Dahin. Und jetzt arbeite ich auch mit einem Stop-Loss von 10 Punkten, weil wir kommen hier in dem Markt bei 65 und ich würde bei 55 rausfliegen. Das langt nicht. Ich nehme einen Stop von 13 Punkten. Zack, da ist sie. Ich nehme einen Stop von 13 Punkten. Da. Ungefähr, weil, warum habe ich das gemacht? Weil wir den EMA bei 55 haben. Und jetzt liegt mein Stop da knapp unten drunter. Ich ziehe ihn sogar noch ein Stück unter. Na komm hier. Macht er nicht. Immer ist da. So. Da,
Und jetzt liegt er nämlich schön unter der Emma. Wer es noch schlimmer machen will, der kann das Ding sogar auf die 46 legen. Das ist mir aber zu krass. Dann wäre er nämlich hier unter diesem Tief. Das ist mir zu hart. So, das heißt, wer heute Morgen hier mit einer Limit gearbeitet hat, mein lieber Helmut, der wäre hier durchgekachelt und das Ding ist 50 Punkte gefallen. So, und jetzt machen wir noch Folgendes. Was wollten wir machen? Da oben ist die Limit. Wir haben den Einstieg bei 65. Wir wollen hoch. 65, das sind 35 und 30. Dann nehmen wir 65 Punkte Take Profit. 65 Punkte Take Profit. Zack. Und fertig ist die Laufe. So. Jetzt kann er da hochlaufen. Warum wir dahin wollen, habe ich vorhin gesagt. Jetzt kann er von mir aus dahin laufen. Da oben drüber kann er meine Short Limits holen. Ich habe hier 65, wenn er da hochlaufen sollte, habe ich 65 Punkte auf der Habenseite. Dann kann ich auch da oben wieder ein bisschen was riskieren. So. Der Junge, sauber. Oder? Im wahrsten Sinne. So. Genau, Klassiker. Wie gesagt, das sieht alles das so mächtig aus im Chart, muss man ganz ehrlich sagen, aber wir reden ja immer noch über eine Range, ja, da ist ja ein Pip hier fast schon so eine ganze Kerzenbewegung, weil die Range vom Euro-US-Dollar halt wirklich lächerlich ist. Ich kann das ja aus Broker-Sicht definitiv behaupten, dass auch hier die Umsätze beim Euro-US-Dollar stark rückläufig sind, weil schlichtweg die Trading-Möglichkeiten sehr eingeschränkt sind. Ja, also das muss man ganz klar sehen. Also das, was du hier im Minuten-Chart machst, das kann man machen, definitiv. Das ist natürlich noch viel spannender, wenn der Euro sich auch mal 50, 60, 70, 80 Pips bewegt. Aber dann kann man eben auch in höheren Timeframes gut agieren. Also im 15-Minuten-Chart brauchen wir Euro-US-Dollar gar nicht anschauen zum Beispiel. Also das ist eine Farce. Also heute Intraday sozusagen. Ja, die Volatilität, die schrumpft so stark zusammen. Also heute, ich fühle mich zurückversetzt ins Jahr 2014, wo wir auch Tage hatten, und das ist heute wirklich eine Art Déjà-vu, wo Euro-US-Dollar sich 30 Pips, 25 Pips, wo wir jetzt stehen, eben bewegt hat und nicht mehr ging. Das war wirklich, ich muss echt sagen, eine Farce. Da konnte man Intraday Euro-US-Dollar nicht mehr handeln. Es sei denn, mit einem Minuten-Chart, und selbst da ist es eine Königsdisziplin, aus so wenig Bewegung noch was rauszuholen. Das ist nicht einfach, muss man ganz klar sagen. Aber die Volatilität wird früher oder später ganz sicher wieder anziehen. Das versiegt in einem totalen Dilemma nach dem Motto, jetzt bewegt sich gar nichts mehr, das ist wohl nicht anzunehmen. Das ist wohl nicht anzunehmen. Aber wie gesagt, so eine Situation gab es 2014 auch schon. Naja. Also wir haben ja hier nicht viel zu verlieren. Ich bin 4 Punkte mit der und das auch nur mit der kleinen Position im Risiko. Wir sehen unten ja immer noch, die andere Position hier ist weit vorne. Mir ist diese Nummer hier eigentlich ziemlich latte. Ich will die allerdings mitnehmen, wenn er 100 Punkte weiterfallen sollte. Wir wollen ja an die 1,10. Achso, da waren wir vorhin stehen geblieben. Warum an die 1,10? Hat jemand eine Idee, warum an die 1,10? Wer hat gestern Nachmittag so im Webinar aufgepasst? Wir haben zwei wichtige Marken genannt, heute früh und auch vorhin. Eine Marke ist 1,10, die andere ist 1,710. Wo kommen die her? Jetzt könnte unser Ralf mit Fachwissen trotzen hier, weil er... Das ist für mich immer nur mal ein Test, wo ich einfach mal wissen will, wie weit beschäftigen sich die Leute überhaupt mit dem Chart. Diese Nummer ärgert mich. Dieses Geier ist ja nichts. Ja, das ist in der Tat... Das ist ein guter Punkt, Thorsten, guter Punkt. Brichst du Trades, die nicht in Bewegung oder in Fahrt kommen? Also hast du da sozusagen so ein Time Limit? Es gibt auch viele Trader, die nach gewissen Perioden dann sozusagen einen Trade glattstellen, wenn er nicht in die Gänge gekommen ist oder wenn er dann eben auch nicht anläuft schlichtweg. Ja, in der Regel nach 6-7 Minuten. Und wir haben jetzt 16 Uhr und jetzt 16 Uhr sollte da richtig was passieren. So, wenn da jetzt, ich sag mal, wenn sich jetzt 5 nach 4 nichts getan hat, dann stelle ich das Ding glatt. Und ansonsten geht meine Stop-Order da auf Break-Even, da siehst du, das hat er gehört. Nee, doch nicht. Also wir reden immer noch von 2,5 Punkten Bewegung, ne? Ich habe das ja nur so groß, damit ich es auch sehe.
Das ist richtig. Wie gesagt, das sieht sehr anmutig aus, aber es ist im Prinzip nichts an Bewegung, was stattfindet. Man könnte in den Tick-Charts sich sogar angucken, da ist ein bisschen Action dann angesagt, aber das ist schon also wirklich sehr herausfordernd. Also das muss man ganz klar sagen, die Volatilität, schon crazy. Stotter doch erst eine Klappe, Mensch. Volla, so sieht's aus. Okay. Okay, wie kommt man auf die 1,10? Das werde ich mal ganz schnell noch machen. Und dann haben wir nämlich auch die 1,49, also die Stunde 49 rum von heute früh. Dann kommen wir nämlich in die heiße Phase. Und solange wie ich mein Bild übertrage, haben wir nämlich immer das Problem, dass mein Volumen genau so weit geht. Also so weit ausgenutzt wird. Und ich habe das, mache das alles über einen Mobilfunkvertrag. So. Und wir haben, zack, den Daily. So, wenn wir den Daily nehmen und da jetzt einen Fibo drauflegen auf die letzte Bewegung bis da ganz hoch, dann haben wir genau hier eine 1,10, einmal dieses Zwischenhoch, das ist das letzte Zwischenhoch, was angelaufen werden kann. Und wir haben 61,8 bis 66er Fibo. Gleiches Spiel. Genau da haben wir die 1,10. Und wenn die bricht, wenn die brechen sollte, haben wir genau das gleiche Spiel, was wir uns vor dem DAX angeguckt haben. Wenn diese Nummer hier kaputt geht, dann sollten wir hier runterlaufen und dann sind wir bei der 1,0650 und hier bei der 1,0710 wartet noch ein offenes Gap auf, darauf, dass es zugenagelt wird. Jo. Okay, ich gehe da jetzt noch einmal ganz kurz drauf ein, bevor die letzten Minuten hier verstreichen, weil dann bin ich nämlich auch weg. Sorry, aber ich muss nochmal nach deinem Prinzip fragen. Wenn da eine Pending an dem Moving gewesen wäre, prophylaktisch und ein paar Punkte dahinter, ein Stop oder Short, wo ist das Problem für dich? Warum ist das für dich ein No-Go? Okay. Dann machen wir das mal. Zack. Wir haben. Es würde gehen mit einer Limit Pullback. Dann ist das eine andere Nummer. Wenn ich eine ganz klassische, so wie du das gerade schreibst, Helmut, das du habe ich heute Morgen erklärt, ich hoffe, das ist in Ordnung. Wenn, nehmen wir das mal hier. So, jetzt hau ich hier, ich gehe jetzt mal in die eine Minute. So, das ist heute Morgen die Nummer gewesen. Wo hätte die Order gelegen heute früh? Wer hat sich's gemerkt? Wo hätte die Order heute früh gelegen? Bei welchem Kurs? Ja, ungefähr da, wo er jetzt ist, ne? 12,750, 12,755, 12,758 hätte sie gelegen. Da. Da oben hätte sie gelegen. So, und das ist die Minutenkerze. Wenn da eine Limit liegt und da drunter eine Stop, dann kannst du gar nicht so schnell gucken, wie das Ding durchkachelt. Wenn das hier im Tickchart genauso passiert ist, ich habe keinen Tickchart hier, aber wenn das Ding in einer Minute hier genauso durchkachelt, volle Granate und hier durchrauscht, dann bist du hier unten im Tief bei 44. Dann bist du, wenn du Pech hast, volle Granate geslippt. Deine Limit wird geholt, die wird ausgeführt und wenn du Pech hast, kachelt das Ding nach unten durch und dann bist du mit deinem Stop da unten irgendwo noch geslippt. Es könnte ja auch noch schlimmer werden. Deswegen mit einer Limit Pullback ja. Dann sieht man, der ist durch die Emma durchgelaufen hier, ist da durch und läuft dann wieder zurück. Dann werde ich hier erst ausgeführt mit meiner Limit Pullback. Wenn er die Limit Pullback ginge, dann würde er nämlich hier zurücklaufen. Und wenn er dann zurückläuft, habe ich sogar einen wesentlich besseren Einstieg. Und wenn er hier hochläuft, kann ich mein Stop Break Even oder hier drunter legen. Dann ist das Ding sauber.
um auch gleich die Frage dazu zu beantworten, wo man die Plattform kriegen kann oder nutzen kann, das ist Stereotrader bei Forex Pro, den kann man bei uns über die Homepage kriegen oder man schickt uns eben einfach eine Mail, dann müssen wir darüber reden. Schickt uns eine Mail, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch zu allem, was ich jetzt hier erzählt und präsentiert habe, zu allem, was ich gemacht habe. Heute Morgen konnten wir sehr schön Zielbereiche und Euro Pro handeln, das war heute Nachmittag nicht möglich, deswegen habe ich versucht, mein Gehirn, ja, ich habe sowas, nicht die Menge, aber ein bisschen, ich habe versucht, mein Gehirn ein bisschen zu öffnen und ein bisschen laut zu denken, um euch meine Denkweise irgendwo rüberzubringen, wie sitzt so ein Vogel wie ich überhaupt vom Chart, wenn er versucht, sich seine Punkte rauszuholen, was versucht man alles zu lesen, was kann man alles lesen. Und ich muss dazu sagen, ich habe diesen Job ich bin weder Analyst, noch habe ich das studiert, noch irgendwas. Das sind alles Sachen, die habe ich mir selber beigebracht. Mein Regelwerk Euro Pro ist das, was mich diszipliniert hat und was mir heute immer noch die Grundlage für meinen Lebenswandel oder für mein Leben einspielt. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne bei uns melden, ihr könnt auch gerne mal als Gast in unserer Skype-Gruppe unterwegs sein, die unterstützen sich da gerne gegenseitig. Wir haben genügend Leute, die auch gerne Auskunft geben, wie wir arbeiten. Als Empfehlung, vielleicht packt Ralf das hier nochmal rein, ein Link zu unserem Gästebuch. In unserem Gästebuch kann man ganz genau nachlesen, wie wir arbeiten. Chris hat vollkommen recht, unser Ton oder meiner ist vielleicht manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das ist nun mal so, ich bin der Meinung, es ist viel besser, wenn man hier Klartext redet, als dem anderen Honig ums Maul schmieren. Wenn ich jemandem sage, du Arsch, was hast du hier in der Position zu suchen, mach das Ding mal dicht, sonst gibt's das an die Backen, dann versteht er das besser, als wenn ich zu ihm sage, sollen wir dein Mikrolot vielleicht noch mal überdenken? Das bleibt nicht hängen. Das ist meine Grundeinstellung, weil nur wegen diesem Rumgesäusel, damit habe ich nämlich eine Saumenge Geld verloren. Ein schönes Einfamilienhaus im Markt versenkt. Hätte mein sogenannter in Gänsefüßchen Coach, wie er sich damals geschimpft hat, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, hätte er damals Klartext mit mir gesprochen und gesagt, Mensch, Helbi, du hast hier noch 6.000 Euro im Konto, bist mit 4 Lot unterwegs, hast nicht alle Nadeln auf der Tanne, dann hätte ich vielleicht gedacht, wie redet der mit mir? Mhm. Aber ich hätte darüber nachgedacht, was er zu mir gesagt hat und es wäre bei mir was hängen geblieben. Deswegen auch diese direkte Art, die werde ich auch nicht ändern. Also wen das stört, der muss einfach woanders hingehen. So. Bei über 1000 Kunden muss das Training nicht mehr so erfolgreich sein, um davon leben zu können. Doch, ich muss ja von irgendwas leben. Ich bin verheiratet, ich habe eine Frau und meine Frau kennt www.zalando.de. Thorsten, verdienst du nicht mehr mit deinem Abo-Service als mit dem Trading? Das ist nicht zu zynisch gemeint. Nee, weiß ich, dass das nicht zynisch gemeint ist. Nehme ich aber trotzdem so auf. Ich gehe mal davon aus, es hält sich ungefähr die Waage im Moment. Es sind Sachen, es gibt Monate, ich sag mal, der Abo-Service. Okay, komme ich mal auf meinen Abo-Service. Wir verkaufen die Software für einen einmaligen Preis von 850 Euro. Dafür kann man bei uns lernen bis zum Abwinken. Einmalig, nicht jährlich oder sonst irgendwas. Einmalig. Einmalig, 850 Euro. Dafür wird das alles eingerichtet, mit allem drum und dran. Den Stereotrader, den haben wir bei stereotrader.net gemietet. Das ist nicht unser Ding, das ist kein Abo oder sonst irgendwas, sondern das geht an die Firma, an Dirk, die den Stereotrader entworfen haben, die ihn pflegen, die ihn weiterentwickeln, unsere Setups, unsere Updates machen mit allem drum und dran. Der einzige Abo-Service, den wir anbieten, ist unser Service-Paket. Das heißt, unsere Webinare, wo man für 550 Euro 150 Webinare im Jahr buchen kann oder 40 Webinare circa im Quartal für 150 Euro. Und diese Kohle, die kriegt man noch erstattet, wenn man Minimum, also bestimmte Mindestumsätze bei JFD macht. Wenn man diese Mindestumsätze bei JFD leistet, kriegt man diese Kohle dafür sogar noch erstattet. Also von dem Abo-Service zu leben, dann, wisst ihr was, wenn ich einen Rotwein trinke, sehe ich aus wie ein Fieberthermometer. Also, dass ich davon fett geworden bin, das kann man nicht gerade behaupten. Leben könnte ich davon nicht. Aber ich muss noch Geld im Markt verdienen. Bei deinen Ansprüchen bestimmt nicht, mein Großer.
Ja, also, ich weiß. Aber wie gesagt, auch da, wir stehen Rede und Antwort, wenn da einer irgendwas zu wissen will. Jederzeit, immer, wir sind immer für ein offenes Wort. Bloß nicht hinter 40 irgendwo im Rücken irgendwelche Scheiße reden, wenn einer irgendwas nicht weiß oder irgendwas nicht versteht. Klartext, immer raus damit. Wer austeilt, muss auch einstecken können. Das stimmt. Das können die wenigsten, Thorsten. Jo. Euro nimmt mal wieder ein bisschen Fahrt gern Süden auf, das ist doch ganz nett. Jo. So ist es immer, wenn ich immer sag mal, die Nerven behalten, ne? Ist doch gar nicht so wild. Wie hat Costellani mal so schön gesagt, die Börse ist wie ein Paternoster. Man kann ruhig durch den Keller fahren, man muss nur die Nerven behalten. Wenn man ein Regelwerk hat, dann behält man auch die Nerven. Mir ist das scheißegal, wenn ich auf der einen Seite irgendwie $200, 200 Euro verliere, weiß ich ganz genau, die hole ich mir in der nächsten Ecke wieder. Gell? So. So, die ist 1200 Euro vorne, die andere fängt an zu laufen und der DAX ist geflogen. Das habe ich gesagt, ich war wieder ein Tick zu geizig, ist aber so, waren jetzt 12 Punkte, glaube ich, oder? 12, 12,5 Punkte. Schiedigol. Ja, Thorsten, diese Fragen kommen doch immer, immer wieder. Deshalb ist es gut, wenn das offen besprochen wird. Okay, reden wir mal offen. Okay? Ich werde auch immer gefragt, warum tust du dir das an? Bist mit dem Wohnmobil unterwegs, sagst du, verdienst Geld im Chart und bla bla bla. Und warum machst du einen Abo-Service? Warum machst du Webinare? Warum gehst du jetzt nicht Heilboot angeln? Warum setzt du dich jetzt nicht auf dein Boot, fährst da raus, strahlenden Sonnenschein? Wir haben jetzt, glaube ich, 14 Grad und Sonne da draußen. Soll ich sagen, warum? Das, was wir heute können, das, was wir heute machen, das Wissen, was ich heute habe, das habe ich auch der Community zu verdanken, weil die haben mich dazu erzogen. Seitdem ich die Community betreue, und seitdem ich mit der Community zusammenarbeite, kann ich mir nämlich so eine Extremkapriolen gar nicht mehr erlauben. Ich muss meine Stops so setzen, so wie hier. Ich weiß doch ganz genau, ihr lauert doch bloß drauf, ganz genau. Ihr achtet doch ganz genau drauf, wo macht er jetzt einen Fehler, wo verstößt er jetzt gegen Regelwerk, dann werde ich davon bombardiert. Und genau das hat mich dazu erzogen, auf etliche Fehler auch zu verzichten. Und geben ist seliger denn nehmen. Dann kann man auch mal was zurückgeben. Und solange ich unter Kontrolle stehe, ist meine Performance auch besser. Was brauchen wir Menschen? Wir brauchen einen Job, der uns Spaß macht, mit dem wir Geld verdienen, wo wir unsere Anerkennung kriegen. Und alles das habe ich hier in unserem Haufen, in unserem illustren Haufen Forex Pro Systeme gefunden. Und dafür bin ich dankbar. Was ich hiermit auch mal ausdrücken will und meiner Community einfach auch mal Danke sagen will. In die komplette Runde. Ansonsten wären wir nicht 1000 Leute. Ansonsten hätten wir nicht seit 7 Jahren einen exzellenten Ruf. Ihr könnt uns nach uns googeln, ihr könnt suchen, wo ihr wollt. Wir haben einen exzellenten Ruf, wir haben einen völlig sauberen Ruf, auch wenn meine Fresse manchmal ein bisschen groß ist oder meine Klappe manchmal ein bisschen groß ist und mein Ton nicht jedem gefällt. Und wir haben in JFD mit Lars und Chris auch einen affengeilen Partner an der Seite, mit denen es einfach auch Spaß macht. Hier werden wir nicht beschissen, hier können wir unsere Position sauber nachvollziehen. Ich sehe, was wann, wie, wo ausgeführt wurde. Wir können über alles offen reden, über alles offen diskutieren. Wir pflegen hier einen ganz gesunden Meinungsaustausch, so wie ich das zu Hause mit meiner Frau mache. Da leben wir auch einen Meinungsaustausch. Das heißt, meine Frau kommt mit ihrer Meinung in mein Büro und geht mit meiner wieder raus. Das machen wir bei JFDA genauso. Und nur das ist das, was uns so stark macht und was uns auch in Zukunft am Markt immer stärker werden will. Jetzt habe ich auf dem Punkt genau meine 2 Stunden noch rum. Stimmt. Will auf diesem Wege einfach mal Danke sagen. Danke an Chris, dass er diesen Nachmittag hier gemeinsam so rumgekriegt haben, dass wir zeigen durften, was wir machen. Wir sind ein Haufen neue Leute dabei und ich hoffe, dass wir vielleicht sogar den einen oder anderen die nächsten Tage bei uns im Webinar oder im Sommerpaket, lasst euch von Chris den Link zum Sommerpaket schicken. Mhm. Wir machen irgendwie noch 20 Webinare von unserer Wohnmobiltour, die quer durch Europa geht. Begleitet uns dabei, kostet irgendwie 40 Euro für 20 Webinare. Ich weiß gar nicht, was ich an Kohle auf den Tisch packen muss, um dieses Datenvolumen hierfür für so ein Webinar alleine zu bezahlen. Dann könnt ihr euch ein bisschen beteiligen und dann könnt ihr euch noch 20 Mal mein dummes Gelaber anhören, wenn ihr denn Bedarf habt. Du, lass mich da kurz. Ich würde mich freuen. Ja, Entschuldigung. Ja. Warte, ich dachte, du wärst fertig. Sorry, Thorsten, fahr fort.
Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen dabei begrüßen kann. Vielleicht entwickelt sich sogar bei dem einen oder anderen noch was daraus, dass er vielleicht sogar Kunde bei uns wird. Umso größer wird unsere Community. Auf diesem Weg will ich einfach mal Danke und auch, ja. Nee, tschüss sage ich noch nicht, das macht Chris nachher. Genau, wie gesagt, wir haben die Zeit ja gut rumgebracht. Wie gesagt, aufgrund der mangelnden Volatilität hatte ich schon einige Live-Events, wo eben gar nichts ging, wo auch nicht getradet wurde, weil eben nichts passiert ist und dass du dem Euro-US-Dollar hier mehr oder weniger doch was entlocken konntest, das ist schon sensationell. Also insofern Hut ab an der Stelle. Also es ist wirklich mangelbare Volatilität. Also das ist schon eine Sache, hin und her. Also aber auch, wenn man sieht, auch diese Position habe ich jetzt im Gewinn abgesichert, jetzt ist es mir egal. Exakt, exakt. Wie gesagt, ihr könnt... Das ist Handeln. Ja, das ist Handeln, exakt. Ihr könnt, wie gesagt, das Thorsten sagte, unserem Support at jftbrokers.de gerne schreiben nochmal. Wir haben, wie gesagt, ein Mailing rausgehauen, das war, glaube ich, vor 2 Monaten etwa, wo wir auf die Sommertour auch hingewiesen haben. Da könnt ihr gerne nochmal euch an unseren Support wenden, dass ihr da nochmal jetzt sozusagen nachträglich nochmal dabei sein wollt zu so einem Special-Preis. Ansonsten mit dem StereoTrader möchte ich gleich sagen, haben wir auch mit dem StereoTrader.net eine gewisse... Verbandelung ja schon seit längerem geplant und angedacht. Wir wissen, dass Thorsten gut damit arbeitet, Thorsten mit seinem Service das alles abdeckt und wir wollen auch sozusagen den StereoTrader auch ein Stück weit implementieren. Da könnt ihr euch auch in Kürze auf eine Mailing-Aktion freuen. Bestandskunden aber in erster Linie betreffend, später dann auch sicherlich mal Neukunden. Aber wenn ihr bei uns seid, wie gesagt, im Newsletter, Schrägstrich, wenn ihr bei uns ein Live-Konto habt, werdet ihr eh informiert über gewisse Aktionen, die wir da fahren. Und das wird, wie gesagt, ganz, ganz spannend. Ansonsten, wie gesagt, support@jftbrokers.de. Geht's los und dann könnt ihr sicherlich dann nochmal das Angebot vom Thorsten nachträglich abfragen. Ach ja, den Link, Günther, den stelle ich dir gerade rein. Den Link, das habe ich ja vorhin versprochen. Richtig, ich habe das Video auch gefunden. Richtig, Günther, du Fuchs, ich hätte es fast vergessen. Da ist das YouTube-Video. Ist aber allerdings in Englisch. Ansonsten schickt er mir einfach bitte eine Mail, wenn ihr bei da einen Teilnehmer, da schicke ich euch einen Gutschein, dann kriegt ihr diesen Gutschein für das Webinar und da kostet das irgendwie 40 oder 50 Euro, ich weiß gar nicht genau, das ist ein Gutschein, den haben wir für JFD erstellt, den sponsert JFD oder Chris bezahlt das wahrscheinlich für seinen Bierdeckel irgendwie und dann könnt ihr eben für einen reduzierten Preis die nächsten Webinare, an den nächsten Webinaren teilnehmen. Genau, genau. Alright, also wie gesagt, Position jetzt hast du abgesichert, gibt es nicht mehr zu diskutieren. Du würdest den Trail dann jetzt so nach und nach nachziehen, es sei denn, er geht in den Take-Profit. Hast du ja einen Take-Profit eigentlich gesetzt? Nein, gar nicht. Ich gehe davon aus, der klatscht durch bis an die 1.10, dann brauche ich keinen Take-Profit. Bei 150 Punkten, bei der Wohler im Moment, brauche ich keinen Take-Profit setzen. Ja, also wie gesagt, die Wohler, das ist wirklich nervraubend, aber du hast gut beim DAX ein bisschen, sag ich mal, kann schon fast sagen, Pech gehabt, das war eben so, der Stopp hier und da vielleicht zu eng, aber du hast heute Morgen da gut was schnippeln können, Euro-US-Dollar war heute hier mehr gelegen, also dann insofern ganz, ganz fein. Ich sage an dieser Stelle, wie gesagt, wir haben ja jetzt gut 2 Stunden rum, jetzt kommt der Günther auch schon mit einem entspannten Tag noch für uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt, das war wieder mal ein Live-Event der anderen Art. Thorsten ist ein Typ, ganz klar. War mir aber auf jeden Fall wichtig, dass wir uns den Thorsten auch mal länger vornehmen, als eben nur per schriftlicher Art und Weise oder eben als Teaser in einem Mailer, wo wir im Prinzip seine Sommertour auch angekündigt haben. Freut mich auf jeden Fall, dass Thorsten sich die Zeit genommen hat, wohlbemerkt aus dem Wohnmobil heraus, eben von seiner Sommertour aus uns hier mal ein Stück weit Einblick in seinen Handel zu geben. Ganz, ganz toll, ganz vielen lieben Dank in den Norden und an deine Frau, an deine Begleiterin natürlich, die dich hier sicherlich tatkräftig unterstützt, sonst könntest du ja wohl... nicht das leisten, was du leistest, Thorsten, ne? Das wissen wir alle. Also, danke für das viele Feedback. Wenn ihr noch Anregungen habt, liebe Leute, schickt's an Thorsten, schickt's an support@jftbrokers.de, damit wir einfach da wissen, ob es euch gefallen hat, was wir besser machen können. Einfach ein Resümee. Ansonsten würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns im nächsten Monat und den nächsten Monaten ohnehin wiedersehen, nämlich dann, wenn weitere Live-Events anstehen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ich den Thorsten nochmal für zukünftiges Live-Event gewinnen kann, um sozusagen hier ja, uns einfach nochmal teilhaben zu lassen, über die Schulter zu blicken, was du denn da am Markt so treibst. Ichimoku, Carsten, ja, ist kein Ichimoku-Indikator, den Thorsten da fährt. Ist ein speziell entwickelter Indikator aus Moving Average und anderen, ich will nicht sagen geheimnisvollen, aber anderen Tools, die den Indikator ausmachen. Das ist kein Ichimoku und den gibt es, wie gesagt, nicht so, sondern das ist Teil seines Service-Pakets.
das der Thorsten hat, weil eben sein Setup sozusagen auf ihn und die Volatilität des Marktes gestimmt ist und man dort sozusagen mit dem Tool agieren kann. Und das hängt eben immer auch mit dem Thorsten eng zusammen. Sieht aber so ähnlich aus wie Ichimoku, ist es aber nicht. Genau, Carsten, dann ist es angekommen. Richtig, wunderbar. Okay, wie gesagt, Thorsten, wenn du noch ein Wort zum Donnerstag hast, zum Abschluss, Carsten schreibt auch, vielen Dank, war super, freut mich, wie gesagt. Uns ist es auch wichtig, da eben einfach Marktnähe zu schaffen und wir können viele, viele Workshops machen, ja, alles Theorie gedünst und wir können auch Live-Trading hier und da machen, aber wenn man immer wieder neue Trader, neue Groups involviert, mal unbekannt, mal bekannter, mit Service, ohne Service, was auch immer, ist es sicherlich immer schön für alle Teilnehmer da ein Stück weit über den Tellerrand mal hinauszuschauen. Und Thorsten hat sein Setup, hat seine Lieblingsmärkte. Andere sagen, mich interessiert nicht ein Markt, mich interessiert nur ein Setup oder was auch immer. Das ist eben eine Vielseitigkeit, die wollen wir bieten. Und wichtig ist das, was ihr daraus macht. Ja, also findet wirklich, das hat Thorsten schon gesagt, euer Setup, mit dem ihr klarkommt, auch einen Typ als Coach oder Mentor, mit dem ihr klarkommt, das ist wichtig und dann am Ende den Weg zu finden, das ist wirklich auch harte Arbeit. Thorsten hat gesagt, er hat eine 250.000 vor die Wand gefahren. So viel Lehrgeld muss man nicht zahlen, wenn man sich vernünftig ausbilden lässt, aber auch so eine Ausbildung geht nicht von heute auf morgen oder einem Wochenendseminar, sondern da gehört viel Zeit dazu. Das muss man sich bewusst sein. Also hier das schnelle Geld an den Märkten, was immer viel versprochen wird, das ist eine Illusion. Ganz, ganz wichtig. Wann sind denn die Webinare, die angesprochen wurden, die gerade angesprochen wurden? Ach so, Ingrid, das sind die Webinare, die Thorsten dann sozusagen abfährt. Deine Webinare zur Sommertour, wann sind die denn, Thorsten? Kannst du vielleicht noch was dazu sagen? Wir werden weitermachen, wohl nächste Woche Mittwoch und Donnerstag, morgens um 7.45 Uhr. Wir machen die in der Regel morgens entweder um 7.45 Uhr oder nachmittags um 15.15 Uhr. Also morgen Webinare immer 7.45 Uhr, nachmittags Webinare immer 15.15 Uhr. Die Termine stehen noch nicht fest. Wie gesagt, ich mache eine Europa-Rundreise im Wohnmobil. Über 20.000 Kilometer. Ich muss mir immer Plätze suchen, wo das Internet auch dementsprechend passt. Auch wenn ich die Karre ja vollgepackt habe mit Technik bis oben hin. Trotzdem muss die Leitung ja irgendwie immer da sein. Und ich sehe immer zu, am Wochenende vorher, also jetzt am Wochenende werde ich sehen, wo ich nächste Woche Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag bin. Und dann werde ich auch bekannt geben, wie viel Webinare wann wo stattfinden. Die Termine werden immer in unserer Sonntagsmail bekannt gegeben. Für die, die jetzt noch hier sind, auch als Info, die hier neu sind, wir importieren diese Liste hier bei uns auch in den Newsletter. Das läuft automatisch mit der Anmeldung hier. Wenn euch das nervt, dann klickt einfach auf Unsubscribe und schmeißt euch wieder raus. Und ansonsten werdet ihr danach sowieso auf dem Laufenden gehalten, wann die Termine stattfinden. Mhm. Sehr gut. Alles in allem wieder ein rundes Paket, ganz klar. Also, liebe Leute, ich kann jetzt eigentlich nur noch sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich habe schon zwischenzeitlich gelesen, dass im Norden, gerade Hamburg, schwere Unwetter, auch Tornados, sollen wohl schon den Boden erreicht haben. Also die Wetterlage kippt. Vielleicht kippt auch die Stimmung am Markt. Wir werden es erst im Nachhinein wissen, ob eine große Korrektur am Markt kommt, so wie du das ja auch gesagt hast, Thorsten, man muss natürlich auch sehen, der Markt hausiert oder eine Hoss haben wir ja seit gut 9 Jahren. Zyklisch gesehen sind wir schon längst am Top. Also, aber die Notenbanken sorgen dafür, dass viel Liquidität im Markt ist, irgendwo untergebracht wird. Die passiven Investments wie ETFs und so sorgen auch für Liquiditätszuflüsse. Man darf mal gespannt sein, wie es weitergeht. Wichtig auf jeden Fall, dass wir hier weiterhin den Markt Draht eng halten mit Teilnehmern wie Thorsten. Danke an dieser Stelle für dein Dabeisein. Dir noch viel Spaß auf der Tour, Thorsten, will ich sagen. Auch wenn ich mich da gern wiederhole, aber es ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Und wir werden das, wie gesagt, gern fortsetzen und die Kooperation steht. Ja, wir haben uns gefunden und bauen das auch weiter auf und an. Und insofern sage ich allen Teilnehmern von meiner Seite jetzt erstmal dann danke. Überlasse das letzte Wort dem Thorsten. Dann würde ich auch die Aufnahme stoppen und würde das Video auch hochladen. Wie gesagt, gibt es dann in Kürze, gute Stunde wird es wohl dauern mit Konvertierungen und Hochladen auf unserem Channel. Thorsten hat es dann auch auf seinem Channel, also hier wird nichts verpasst. Danke Helmut auch, selbstverständlich. Ja. Freut uns auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Ja, genau. Mehr bleibt mir auch nicht zu sagen. Danke, dass ich euch hier ein bisschen an unserem Weg teilnehmen lassen durfte. Vielleicht hat es dem einen oder anderen ja auch ein bisschen die Augen geöffnet über seinen eigenen Handelsstil, was er da irgendwo macht. Und vielleicht werden wir das ja sogar während der Sommertour, die mache ich ja noch bis Oktober, wir haben noch 4 Monate vor der Nase, vielleicht werden wir in der Zeit sogar nochmal so ein Namedas-Event dann vielleicht von Albanien oder Kroatien oder Ungarn oder Tschechien oder Estland oder so machen. Mhm. Das werdet ihr sehen, wenn
JFD das dann bekannt gibt. In diesem Sinne wünsche ich auch einen schönen Nachmittag. Macht die Fensterläden zu, bei uns kommt die Sonne rauf und dafür kriegt ihr jetzt die Scheiße, die wir die letzten Tage hatten. Das ist doch nur fair, oder? In diesem Sinne, euch einen schönen Nachmittag. Tschüss, tschüss, moin, moin. Danke, danke. Ja, genau, Thorsten. Vielen Dank für den Abschluss. Das Wetter ist heiß. Wir haben ja hier mit Schwüle zu kämpfen. Die logische Konsequenz, manchmal eine Korrektur an Märkten, manchmal dann auch hier im Wetterbereich eine wilde Korrektur, ein Wetterumschwung. Und das dürfen wir wohl alle die nächsten Tage erwarten. Eine kleine Abkühlung tut uns vielleicht gut. Insofern auch euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich schalte gleich ab. Wünsche euch eine gute Zeit. Hoffentlich hat es euch gefallen. Auf bald in diesem Sinne, euer Chris. Und natürlich nochmal Thorsten, danke. Auf bald in diesem Sinne. Bis demnächst. Ciao.